This is Headlock. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen hier zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute mit einer kleinen Draft-Ausgabe, nämlich was ganz Besonderes. Wir bauen gleich den Draft nach. Aber bevor es zum eigentlichen Thema geht, stelle ich mich gerade mal ganz kurz vor. Mein Name ist Olaf Bleich und da ist es wieder, meines Zeichens freier Redakteur, Journalist und Wrestling-Fan seit gefühlten Ewigkeiten. Und an meiner Seite sind diesmal der Kai, wie auch schon beim letzten Mal. Guten Tag. Wie geht's? Ich bin Kai, YouTuber, aber seit letzter Ausgabe eher so bekannt als Yoshitatsu der Podcast-Szene und ich würde mal sagen, ich übernehme das Game heute. Der Tatsumaniac. und natürlich der David von MannTV, dem Magazin für alles, was die Männer mögen. Guten Tag, David. Guten Tag. Bevor wir zum Draft kommen und zu unserem Fantasy-Draft genauer gesagt, gehe ich noch mal so ein bisschen zum aktuellen Geschehen von Headlock. Wir haben diese Woche ja eine kleine Meldung rausgehauen, nämlich dass Headlock jetzt offiziell in Kooperation mit Deutschlands größter Wrestling-Liga, nämlich mit Westside Extreme Wrestling, steht. Nämlich ich mache da demnächst, wenn der WXW Now Streaming-Dienst ansteht, übernehme ich da ein Format und zwar die WXW Conversations und spreche da mit den Akteuren von WXW, mit Offiziellen, aber auch mit Wrestlern. Und so viel sei mal hier schon mal ganz kurz angedeutet, da werdet ihr auch noch ein bisschen was zu hören bekommen, etwas ganz Spezielles. Aber das verrate ich noch nicht, dafür gibt es demnächst noch ein Video und ja, dann springen wir doch einfach mal zum aktuellen Thema. Nämlich, wir bauen heute den Draft nach. Der Draft findet ja bekanntermaßen kommenden Dienstag statt. Da bekommen dann Raw und SmackDown eigene Roster und naja, das ist eine ganz spannende Sache, weil sich ja dadurch das komplette Roster einfach nochmal neu mischt. Es gibt neue Ansetzungen, es wird von Neuzugängen aus dem NXT-Roster gemunkelt. Es gibt eventuell Rückkehrer, darüber haben wir letztes Mal geredet. Und deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir das doch einfach mal nach. Und die erste Frage steht natürlich an hier, ich mache eigentlich nur den Moderator, aber wer übernimmt dann Raw und wer übernimmt SmackDown? Wir haben den David und den Kai. Und ich würde mal sagen, ich habe hier eine Münze vor mir liegen mit, naja, auf der einen Seite ist ein Becks-Logo und auf der anderen Seite ist das Logo meines Lieblingsclubs, dem MTC in Köln. Würde ich mal sagen. Puh, das war ein Outing, Alter. Puh. Schwierig. Schwieriges Thema. Wieso? Hallo, das ist ein cooler Rock- und Metal-Laden. Ich würde mal sagen, das MTC-Logo steht für Raw und das Becks-Logo für SmackDown. Wer möchte denn was sein, bevor ich die Münze werfe? Komm, David, such aus. Ich nehme Becks. Werfe ich doch mal die Münze einfach. Ich schmeiße jetzt nicht durch die Gegend hier. So, und es ist das MTC-Logo. Das heißt, Kai bekommt Raw. Okay, ich habe die Regeln gar nicht verstanden, aber ist mir egal. Kai bekommt jetzt Raw und David bekommt SmackDown. Geil, Stephanie, was geht ab? Das passt so. Ja, das werden wir dann noch weitersehen. Ich habe auch vorweg ganz strikte Regeln festgelegt. Also wir haben ja alle eine professionelle Excel-Tabelle vor uns liegen mit allen Wrestlern, den Ladies und natürlich dem NXT-Roster und den aktuellen Tag-Teams. Der Draft hier findet wie folgt statt. Als allererstes müssen die beiden ihre General Manager für ihre jeweiligen Brands tippen, sprich Kai für Raw und David für SmackDown. Anschließend geht's immer abwechselnd. Jeder sucht sich einen Wrestler aus. Wir haben am Anfang 15 Drafts insgesamt für die Herren sowie 6 Drafts für die Damen. Zusätzlich bekommt jeder noch 5 Wildcards. Das heißt, da kann man sich jemanden raussuchen, der zum Beispiel aktuell nicht bei WWE ist. Also mal, wie wir es beim letzten Mal gesagt haben, dann holt der Kai natürlich Yoshitatsu in den Raw Main Event zum Beispiel. Easy. Genau. Und Next Champ. Ganz wichtige Regel, Tag Teams und Stables gelten als ein Draft Pick. Sprich, man kann mit einem einzigen Pick ein ganzes Stable nehmen, zum Beispiel The New Day. Man kann aber auch arschig sein und sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht die Dudleys haben, sondern ich will nur Bubba Ray und man splittet das Tag-Team und dann hat Devon halt eben Pech gehabt. Ich werde das nochmal unter den Beitrag posten. Irgendwie, damit ich habe jetzt versteht. Aber auch nochmal eine Frage und zwar, zählt der GM als Wildcard und wann darf ich meine Wildcards benutzen? Oder so, muss ich jetzt erst direkt alle 5 raushauen, damit David mir nicht meine Leute klaut? Nee, ich kündige das an. Wann eine Wildcard genutzt werden darf. Also okay, GM ist aber keine Wildcard, oder? Die GM ist keine Wildcard, der GM ist frei sozusagen. Genau, apropos, da haben wir gerade auch noch drüber gesprochen, es wurde ja in den letzten Tagen so ein bisschen darüber gemunkelt, was den General Manager von SmackDown angeht. Wir wollen nicht spoilern und wir haben uns auch nicht spoilern lassen. Insofern tun wir einfach so, als wüssten wir nicht, was da gerade durchs Internet geistert. Und damit also wir wissen zum Beispiel nicht, dass Dumbledore stirbt am Ende. Warum sagst du mir denn sowas?
Puh, ich sag nur. Es bricht für mich eine kleine Welt zusammen. Naja, okay, aber wer fängt an? Raw, SmackDown. Genau, nee, wir werfen natürlich eine Münze. Wer will MTC, wer will Bex? Das macht gar was heißt das denn? Ich verstehe das gar nicht. Wirft einfach hoch, sagt einfach, Bex ist SmackDown, das andere ist Raw und was ja, genau. Auf Kopf fällt. Raw fängt an. Geil. Okay, also ich als erster mit einem GM. Genau. Ey, mein GM ist eigentlich ja total egal, eigentlich, oder? Ja, vielleicht nehme ich David jetzt seinen GM weg. Ja, okay. Und dann weint er bitterlich. Ich weine jetzt schon. Okay. Mein GM ist Stone Cold. Arschloch. Wahnsinn. In your face. Ja, David, leg nach. Ich nehme als GM Mick Foley. Nicht schlecht. Es geht ja mal in eine ganz andere Richtung. Wobei das eigentlich nicht für die aktuellen GM-Kandidaten spricht. Ich muss ja sagen, wäre ich jetzt SmackDown gewesen, hätte ich The Rock genommen. Nee, kann ich nicht mehr sehen. Ja, ich mag den auch nicht, weil ich CM Punk-Fan bin, aber trotzdem. Ich hätte ja Paul Heyman genommen. Bei ihm würde ich es mir wünschen, aber das Problem ist, es würde einfach nicht klappen wegen Lesnar und Lana. Ja, und das ist alles kacke. So, ja. Ich nehme jetzt mal was, das ist für David eigentlich ganz easy, denn mein allererster Draft-Pick ist der Champ Dean Ambrose. Ja, mach du mal. Ja, das, den kannst du aber doppelt und dreifach haben, nur. Ja, und? ich sag mal so, ne, du kannst jetzt zwar deinen Billo-Roster da machen mit irgendwelchen kleinen Leuten, aber ich, ne, ich bin nämlich schlau. Ich kaufmännisch, weißt du, ich hol mir die Leute, ich hol mir die Cash-Cows. Dean Ambrose, Sell-Merchandise, boom, du bist dran. Moment, und Dean Ambrose soll auch quasi ein Top-Face von War dann sein bei dir. Das habe ich nicht gesagt. Aber ja, der ist jetzt erstmal, habe ich nicht gesagt. Das war nicht in den Regeln drin, ne? Euch erklären müsst ihr nach dem Draft wohlgemerkt, was ja. Ihr euch dabei gedacht habt. Ja. Wenn ihr was dabei gedacht habt, Leute. Wenn wir was dabei gedacht haben, wobei, das ist ja schon schwierig. Ich nehme als ersten Kevin Owens. Nicht schlecht. Okay, wo ist denn hier der Kevin? Kevin allein zu Hause. So, mein zweiter ist natürlich, weil ich ihn auch irgendwie ein bisschen liebe, Seth Rollins. Also, weil, also gut. Zwei der Shield-Members sind schon bei Raw. Ja, nimm den dritten auch noch, bitte. Ja, wollte ich gerade sagen, den ich auf keinen Fall. Das will ich mit Roman. Ich nehme AJ Styles. Okay. Hast mir natürlich einen weggenommen, aber ja. Kein du Problem. Du hast quasi jetzt den Club gesplittet. Er ist jetzt schon mal frech, ne? Ja, da siehst du mal. So. Wen ich aber auf jeden Fall haben möchte, ist Finn Bella. Oh, weil, wieder. Ja, sicher, weil Finn Bella richtig schön. Ich, also jetzt an sich würde ich ihn eigentlich nicht beim Draft rüberholen. Aber jetzt hier, weil ich ihn auf jeden Fall vor dir haben will, nehme ich Finn Bela. Ja, wenn wir jetzt eh schon bei NXT sind, dann bleibe ich da auch mal. Dann nehme ich Shinsuke Nakamura. Nakamura, so heißt er. Der gute alte Shinsuke. Shinsken. Shinsken? Shinsuke. 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 Shinsuke steht doch hier. Nee, hat er Shinsuke gesagt? Du sprichst das U ist stumm. Ja. Wie bei Django. Ja, ich würde da mal sagen, jeder hat drei jetzt gehabt. David hatte Kevin Owens, AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Kai hatte für Raw, Dean Ambrose, Seth Rollins und Finn Bella. Und dann sage ich einfach mal Wildcard Nummer 1. Okay. Wir haben uns jetzt am Anfang darauf geeinigt, CM Punk lassen wir raus, ne? CM Punk lassen wir raus, weil der ist ja woanders verpflichtet. Aber dann nehme ich natürlich, und auch, weil ich muss ja auch Geld verdienen, weißt du, so das hartes Leben als Commissioner, ne? Als Commissioner ist es ein hartes Leben. Muss ja auch irgendwie Geld auf den Tisch bringen. Und deswegen hole ich auf jeden Fall Jeff Hardy, weil der Junge. T-Shirts werden sich verkaufen. Weißt du, das ist alles. Der einzige Wildcard-Typ gewesen, den ich haben wollte. Ey. Brother Nero. Ach du Scheiße. Ja, David. Scheiße. Hol Brother Pharaoh. Warte, ich muss kurz auch mitschreiben. Jeff Hardy hat er. Das ist, ich könnte so in Strahlgrad. Boah, warte mal ganz kurz. Das ist ja jetzt richtig mies. Überleg du mal. Ich nehme Goldberg. Echt? Du musst dann aber aufpassen, der muss auch früh Rente zahlen. Der ist ja eh schon 120. Kein Problem, aber der zieht. Weißt du, Merchandise und so, ne? Ja, Goldberg-Merchandise, sicher. Das kauft doch keiner, so, der einen IQ über 50 hat. Also, hetzt mir nicht. Ich muss überlegen. Ich nehme jetzt zwei Leute. Obwohl, warte, fuck, ich muss überlegen. Nee, vorher nehme ich The New Day. Weil die sind geil, die sind lustig und die bleiben zusammen. Und bevor David einen davon nimmt oder mir die wegnimmt, nehme ich New Day. Macht auch Merchandise, sind die Champions. Boom, bitteschön. Ja, dann nehme ich die Wyatt Family, aber ich push die richtig. Ja, die will auch keiner haben. Nein, die sind schon nice. Preisfrage, bei der Wyatt Family, ist das die komplette Wyatt Family mit Luke Harper oder ist das die Wyatt Family ohne Luke Harper? Die komplette. Ja.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass einer sagt, ich nehme Luke Harper nochmal alleine. Also ich meine, der ist zwar nicht schlecht, aber trotzdem. So, was ich auf jeden Fall noch nehme, bleiben wir mal kurz bei den Tech-Teams, weil man muss ja auch vernünftige Fäden aufbauen können. Deswegen möchte ich den Certified G und Bonafide Thug einmal bitte Big Cares und Enzo Amore, weil das sind geile Typen. Ich liebe dieses Intro, sage ich mal, wenn die reinkommen. Muss einfach sein. Ihr seid ganz schön internet-nerdig hier, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ihr seid so gar nicht mainstreamig. Doch, abwarten, abwarten. Aber was bei Tech Teams greife ich jetzt erstmal nicht mehr zu, weil die Wyatt Family, die wird nicht als Tech Team vorgehen, sondern einfach alles stable bei mir. Dann nehme ich. Nikki Bella, dankeschön. Okay, ich bin dran. Nee, Sami Zayn. Ah, den hast du mir ein bisschen weggenommen. Weil ich mich auf jeden Fall. Sami Zayn und Kevin Owens, ja, erkläre ich mir schon später. Das geht immer, würde ich mal sagen, oder? Also ich meine, das haben wir jetzt auch bei Battleground wieder, wenn das. Das ist immer eine Paarung, die kannst du eigentlich immer raushauen und die ist immer frisch, oder? Ja. So. Pass Moment. Boah, jetzt geht's. Okay. Moment. Damenrunde. Jeder darf sich drei Damen aussuchen. Okay, aber abwechselnd, ne? Weißt du, welcher Mann hört sich das nicht gerne an? Ja, wo ich gerade sage, so, ey, letztes Mal, ich war in der Junggesellenabschied, Stripperin war da. War nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht so geil. Willst du darüber reden? Ja, die hat halt so mega schlecht gemachte Brüste, also das war echt nicht gut. Gibt Schöneres. Man kann nicht rum, kannst mit Fußball spielen. Ja, aber du hast halt so die Narbe gesehen, das wurde irgendwo so im Osten oder so gemacht. Das war echt nicht so geil. Also. Aber richtig geil, ich muss kurz einwerfen. Okay, warte kurz, das müsst ihr mir jetzt verzeihen. Die machen ja immer so ein bisschen Show hier, tata, bisschen mit Wachs und sowas, ne? Dann hat die einfach den Junggesellen auf die Beine links und rechts Kaltwachsstreifen gemacht, auf den Oberschenkel. Und dann abgezogen. Hör mal, der hatte Tränen in den Augen, ich hatte meinen Spaß. Das war wenigstens gut. Wunderschön. Und jetzt von. Das war ein Hardcore-Match. Das war Hair versus Boobs. Entweder oder. Okay. Genau. Also, ich bin jetzt dran. Ich. Genau. Als Frau. Sasha Banks. Wen sonst? Macht Sinn. Hätte ich auch genommen. Ja. Herr David. Oh. Oh, ihr seid doch scheiße. Yes. Komm. Ist wohl klar. Sasha Banks wäre meine erste gewesen. Ja, aber wenn wir jetzt als zweites nimmst, ist auch klar. Also. Ich nehme Bailey. Ja. Ich hatte die sogar schon in deiner Farbe markiert, weil das klar war. Okay, wen ich jetzt auch noch nehme, ist Paige. Weil, ich weiß nicht, im Moment sieht man die zu wenig. Ich meine, wer jetzt schon mal ab und zu zugehört hat, weiß, Frauenwrestling ist mega uninteressant für mich, juckt mich nicht, aber trotzdem Paige. Aber nur für ihn, nur damit das klar ist. Ja, Dave hat gesagt, das ist richtig scheiße und das ist auch eigentlich generell sehr sexistisch. Immer. Immer. Apropos, ja, du nimmst Paige, ich nehme Becky Lynch, ne? Ah, oh, die ist nice. Okay, Becky Lynch ist auch weg. Ah, jetzt wird's schwierig. So, wen gibt's noch, der gut ist? Die hätte ich jetzt nämlich auch genommen. Ja, da gibt's noch ein paar. Doch, pass auf, jetzt, jetzt gleich seht ihr die Matrix. So wie schon wieder. Hast du schon mal versprochen, ich habe die Matrix immer noch nicht gesehen. Ja, ihr habt auch keine Ahnung, Alter. Ihr sagt auch, Yoshitatsu ist nicht geil. Ich würde sagen, es passt vielleicht aber auch nicht. Aber ich will es einfach nur, ich will das Intro ganz hören. Deswegen nehme ich Carmella für Enzo und Big Cass. Ja, das macht eigentlich auch Sinn. Ich finde ja auch, dass die beiden davon profitieren würden. Also Enzo, ich finde es eigentlich nicht so besonders, aber einfach nur so, weiß ich nicht, gehört dazu. Ah, doch, ich finde schon, dass sie was hat. Brüste? Nee, die sieht schon ein bisschen hervor. Die aufs der könnte was werden. Große Brüste? Okay, du bist dran. Ich nehme Asuka. 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 Entschuldigung. Das U ist stumm. Das U ist immer stumm. Ja, aber so. Ich kann es halt nicht. Wir haben drei durch und. Ach, gut. Oder wir haben jetzt fünf Herren-Picks und drei Damen-Picks. Würde ich einfach mal sagen, machen wir nochmal hier eine kleine Wildcard-Runde, damit es nicht langweilig wird. Jeder einen Wildcard-Pick. Okay. Ist halt geil, dass ich anfangen kann. Mega gute Aussage. Muss man noch überlegen, ey. Scheiße. Okay, ich nehme Kurt Angle. Ja. Ja, sie erstmal aufschreiben, ne? Schreib dich erstmal auf. Ich hasse Kai. Wie bei The Shining so. Ja, genau. Hier ist David. Verdammt nochmal. Wen hatte ich denn zuletzt gesagt? Goldberg hast du als Wildcard. Nein, ich meinte beim letzten Podcast. Jimmy Wang Yang war das, glaube ich. Hättest du dir nochmal angehört, wa? Ich habe mir ja nochmal angehört. Kurzzeitgedächtnis. Kann ein bisschen dauern, ne? Ich kann sagen, es ist gut, dass wir uns alle vorbereitet haben. Egal, ich erzähle eine lustige Geschichte. Passt auf. Du kannst überlegen, ich erzähle Geschichten. Ich kam heute zu spät zum Podcast, Ich nehme Rob Van Dam. Hör mal, ich war gerade eine Geschichte am Erzählen. Das ist unglaublich. Ich erzähle später Van weiter. Damme. Goldberg stimmt, und gehört. Rob Van Dam bei SmackDown. Ich habe gehört, David macht nicht SmackDown, er macht ein Altersheim auf. Ich glaube auch. Schatz feiert. Moderator ist nicht, wie heißt es, unparteiisch. Moderator ist für Raw. Okay, ich nehme
Es lebe der Mainstream. John Mother Fü Cena. Endlich, als Draftpick ja. Nummer 6. Ja, ich wollte. Ja, sag's. Ich wusste halt, dass ich ihn nicht nehmen muss, weil David ihn eh nicht nehmen würde, weißt du? Dann dachte ich mir, gut, kannst eh Zeit lassen. Aber John Cena, der wird auch mit so einem Seth Rollins und Dean Ambrose richtig geile Matches machen. Außerdem habe ich Kurt Angle. John Cena kann ich mir einfach. Er wird vielleicht wechseln, aber ich kann mir einfach noch schwer bei SmackDown vorstellen, weil er einfach so ewig lang bei War war. Ja, ja, ach sowieso. Ich glaube auch nicht, dass der zu SmackDown gehen wird. Aber jetzt ist er ja auch bei Raw. Haha. Ja, siehst du? Du weißt, so läuft es, so wird es laufen. David, wie konterst du das? Ich nehme Brock Lesnar. Ah, den würde ich als nächstes nehmen. Nicht schlecht. Brock Lesnar ist schlau, ist ein schlauer Pick. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Egal, jetzt gleich haue ich nämlich wieder einen raus. Ja, dann hau mal. Und zwar, wir brauchen ein bisschen Aggression. So, wir haben hier John Cena, Dean Ambrose. Aber ich würde auch mal gerne ein Match sehen. Dean Ambrose oder Seth Rollins zusammen mit Samoa Joe. Deswegen nehme ich natürlich Samoa Joe. Guter Pick. Darauf hätte ich Bock. Ja, okay. Das ist schon nicht verkehrt. Mal sehen. Wisst ihr, was mich enttäuscht hat? Also das ist richtig krass. Das Internet. Und zwar damals, als sich Enzo verletzt hat. War ja mega schlimm, ne? Dass keiner aus Simon Gotch Simon Botch gemacht hat. Oh. Ohne Spaß. So. Nee, schlecht. Das hat keiner gemacht. So, ich denke, so mein nächster Pick ist Elias Samson. Ah, ja, Elias Samson. Was der Hell? Sicher. Den Drifter. Warum? Weil ich dem sehr, sehr viel zutraue. David führt SmackDown direkt in den Ruin. Wart's ab. Schon zwei. Kai, du darfst. Ich muss mal kurz anmerken, ich finde, jetzt mal nur so nebenbei, ich finde, wir sollten Undertaker außen vor lassen. Nee, der kommt nur als Pick. Ja, aber. Nein. Dein Ernst? Entweder muss ich ihn oder ich muss ihn holen. Pass auf, warte. Ach, warte, du hast AJ Styles schon genommen, ne? Mhm. Er ist weg, stimmt. Ich wollte gerade sagen, hey, AJ Styles ist noch frei. Nee. Ah, nicht wirklich. Kannst du doch Carl Anderson und Doc Gallows nehmen. Ja. Ich finde, Luke Gallows ist übrigens ein viel geilerer Name als Doc Gallows. Es ist irgendwie so in meinem Kopf drin. Er ist bei mir auf ewig Doc Gallows. Ich kann da nichts gegen machen. Ja, besser als Onkel Doktor. Ach, fuck, Sami Zayn ist auch schon weg. Was ist denn hier los? Verdammt. Dann nehme ich aber. Ah, verdammt. Cesaro. Ach, Drecksack. Cesaro. Ich wollte fast jemanden Cesaro vorziehen. Alle hätten gesagt, Kai, bist du eigentlich behindert? Das war genug. Aber gut. Ich nehme Undertaker. Das wird ja. Das Seniorenroster hier, also richtig. Ja, SmackDown Altenheim. Nee, wird eine richtige Mischung. Guck mal genau hin. Goldberg und Undertaker. Hm? Brock Lesnar und so. Bruno Sammartino. Ganz jung nur dabei. Ab Balken, wir sind noch nicht durch. Das Gute ist halt, dass mein Kontrahent ja nicht alle Wrestler kennt. Ja, stimmt, weil ich ja erst 13 bin, ne? Genau. Ja, Moment, bei NXT ist ja schon. Ja, da sind auch Affen, die will auch keiner. Hallo? Bisschen hier Funkdisziplin und so ein Zeug, weißt du? Ach, weiß ich hier, so ein Mojo Rawley, den kennt doch kein Mensch. Ja, das ist auch eher so für den, für nachher noch, weißt du? Ja, für nachher. Das ist so das dicke Kind, was beim Sport zuletzt gewählt wird. Kennst dich mit aus, ne? Hä? Da kennst du dich mit aus. Und der nie gewählt ist, war dazu. Ich so, hallo, nimm mich einer? Nein? Okay. Oder auf dem Platz, hier, gib mir den Ball, ich stehe frei, kein Gegenspieler. Aber ja. Ich meine. So wie Fußball mit Ronaldo spielen. So, Kai, nächster, so. Nummer 8. Ja, Nummer 8. Ich nehme The Miz, weil ich mag den und ist mir egal, was ihr sagt, ihr habt eh keinen Geschmack. Ich finde die Stadt so nicht geil. Aber damit hast du schon gleichzeitig den Intercontinental-Title zu Raw geholt. Ja. Und Moment. Den Champion-Titel auch. Das heißt, vorher wird noch verloren. Das ist halt die Frage. Ich bin ja immer gespannt, wie sie es mit dem Titel machen. Also gerade. Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass The Miz gegen Darren Young verlieren wird. Ja, das wird garantiert auch ein Highlight dieser Karte. What's up? Ich freue mich da schon enorm drauf. So, David, komm, deine raus. Nummer 8. Ty Dillinger. Meinst du, das ist jetzt deine Entschuldigung? Jetzt holst du auch mal einen Jungen hier rein, weil der, bevor ja, du. Das ist schon alles gut durchdacht so. Ja, ja. Okay. Pass auf, jetzt, hör mal. Jetzt von den Internet-Kids. Jetzt droppen die Panties, weil sie feucht sind, bis zum geht nicht mehr. Ich hole natürlich, der erst nach The Miz kommt, Austin Aries. Boo. Ja. Dem kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Ja, du kannst mit Yoshitatsu nichts anfangen. Austin Aries ist halt auch so. Du musst auch ein bisschen hier Zaki. Ist aber auch schon ein bisschen alt. Das stimmt, ja. Hätte eigentlich David nehmen müssen. Ja, David kommt gleich mit Jack the Snake Roberts. Moment, ich bin jetzt erstmal dran. Es fehlt ein Tech-Team, American Alpha. Stimmt, habe ich vergessen. Ja, ich habe vergessen. Und den nehme ich. Ja, warum nicht? So, und weil wir gerade so schön dabei sind, würde ich mal sagen, Wildcard Nummer 3. Jetzt hau ich einen raus, pass auf. Und zwar, ich nehme
jemanden, der eine gewisse Division sehr weit nach oben treibt. Ich nehme Mickie James. Oh, eine Dame. Ja, ich glaube, das wird Frauenwrestling nochmal wieder. Ich kann nicht ab, weißt du, im letzten Podcast habe ich die angemerkt. Ne? Alle so, ja, ne, will ich nicht haben, wen interessiert das? Aber jetzt so, die nehme ich. Ja, ja, dann nehme ich Mr. Kennedy. Anderson. Ne, bei WWE war doch Kennedy, ne? Ja, ja, das stimmt. Jetzt hätte man einfach nur noch so Grillenzirpen einfügen müssen. Keiner interessiert sich für Mr. Kennedy. Das ist leider sogar richtig. Bringen wir mal die Ladies zum Abschluss hier. Noch drei. Okay. Damen. Drei. Hm, ja gut, jetzt habe ich ja 7, ne? Aber ist egal. Das stimmt, ja. Das bist du selber schuld. Du hast einfach eine zu große Ladies-Division. Ja, ich bin einfach krass. Das sind die YouTuber, weißt du? Die haben die Ladies halt am Start, ne? Ja, Dagi B hole ich jetzt rüber. Du hast doch zwei Wildcards, ja? Also du kannst doch. Mit dem Thema darf ich nicht anfangen. Dagi B und PewDiePie rüberholen, weißt du? Wir müssen weitermachen. Ich darf nicht mit dem Thema anfangen. Sonst findet das hier kein Ende. Und da musst du das auf explicit stellen. Also ich nehme Charlotte. Ich finde sie zwar mega kacke, aber die ist halt okay. David? Der nimmt mir auch alle weg, ne? Das ist unfassbar, der Typ. Das ist ein krasser Typ einfach, ist unglaublich. Ich nehme Emma. Emma Watson? Nee, die bestimmt nicht. Okay, ich würde jetzt eigentlich eine gewisse Diva nehmen, aber ich weiß, dass du mir die eh nicht wegnehmen wirst. Deswegen nehme ich erst eine andere. Und zwar nehme ich... Was ist das für eine Logik? Ja, ich nehme jetzt erst eine, wo die Chance, dass du mir wegnimmst, höher ist als bei der anderen. Okay. Das ist die Arschloch-Methode, ja. Ist das. Ja, das ist einfach ja, Businessman, hallo? Ich nehme Natalia, was auch immer. Die hätte ich dir wirklich weggenommen. Ja, eben, aber jetzt nehme ich eine andere gleich, die du mir nämlich nicht wegnimmst. Rosa Mendes. Eva Marie. Ich komme jetzt langsam so an meine Grenzen, merke ich gerade. Ja, also das ist eigentlich traurig. Ich hätte noch eine Kandidatin, die ich auf jeden Fall nehmen würde aus den beiden Rostern, aber danach wird es aber auch halt dünn mit den akzeptablen Wrestlerinnen. Ja, muss ja nicht unbedingt im Ring sein, dann nehme ich mir Maurice. Die hätte ich auch noch genommen, aber das war nicht die, die ich meinte. Jetzt haben wir Maurice und The Miz getrennt, das wird garantiert Backstage total gut ankommen. Das ja, richtig gut. Also du nimmst auch die Leute, du hast keine Ahnung. Das wird ein Roster, ich sage es euch. So, jetzt nehme ich nämlich die, die du mir eh nicht weggenommen hättest. Aber ich finde, die ist gut, weil das ist nicht so eine Woman's Diva, sondern mal was Größeres. Nia Jax. Genau. Die hätte ich mich auch genommen. Mit der kann ich mich gar nichts anfangen. Außer, dass sie halt bislang Squash-Matches hatte, war da irgendwie nichts bei. Also das gegen Bailey, das war echt in Ordnung. Ja. Das habe ich sogar geguckt. Ich fand es nicht in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es wirklich schlecht. Ja gut. Leute, die gewisse Rentner holen, die Meinung ist auch nicht so wichtig. Der Rob, wenn der zurück ins Roster holt, den müsste man eigentlich sofort sein Amt. Das Schlimme ist, mir fallen einfach keine anderen mal ein. Da ist der schrecklich. Naja, nehme ich die Peyton, da ist noch Potenzial da. Ah, Peyton Royce. Okay. Ah, Peyton ist noch Royce. Da kann was werden. Die kenne ich auf jeden Fall nicht. Damit haben wir die Ladies Division, glaube ich, abgeschlossen für beide Seiten. Ah, endlich. David hat für SmackDown gedraftet. Becky Lynch, Emma, Maryse, Asuka, Bailey und Peyton Royce. So wie natürlich dann noch so ein bisschen Supplement-Draft, was dann noch so übrig bleibt. Das machen wir jetzt diesmal nicht. Kai wiederum hat Charlotte. Boom. Genau. Paige. Boom. Sasha Banks. Boom. Natalia. Carmella und Nia Jax. Und Mickie James. Boom. Und Mickie James. Also dafür hasse ich dich, ja. Komplett Eskalation, alle rasten aus. Warte, die Leute stehen auf ihren Stühlen. Warte mal kurz, wie viel Wildcard gibt's insgesamt? Jeder hat noch zwei. Alles klar. Ja. Wo ist gleich Bull Nakano und Buzzer Faye oder was? Ja, so in etwa. Das hat ja keiner verstanden, weil wir alle. Ich hole jetzt erstmal Bader zurück. Dann gehen wir doch weiter mit dem regulären Draft. Boah. Wir sind jetzt, glaube ich, bei. Oh, ich hau gleich einen raus. Wir sind jetzt bei Nummer 9, bei Nummer 10, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe. Ja. Ja, dann lieber Kai, lege mal los. Okay. Dann nehme ich. Aber wir brauchen auch vernünftige Heels. Ist mir scheißegal, was ihr sagt, ich nehme Rusev. Ich hole mir die Titel. Ich will eine vernünftige Show haben, nicht so ein Müll. Jede Nacht ist Night of Champions, sage ich dir. Ja, bei mir schon. Ich bin ja nicht im Altersheim, ne? Sagst du. Ja gut, das stimmt. Ich nehme Dolph Ziggler. Ich wollte dann auch erst nehmen, aber die Leute haben keinen Bock mehr auf Dolph Ziggler. Ja, Moment. Ich setze ihn ja auch richtig ein. Mhm. Gegen Rob Van Dam. Weißt du, der Moderator mischt sich hier ein, das geht nicht. Ich muss auch irgendwas zu tun haben. Ich kann nicht nur abhaken hier. Ich will keine Tipps. Tja.
Okay, der nächste kommt, ne? Ich nehme ihn einfach, weil ich liebe seinen Finisher und ich habe ihn auch als Kind sehr geliebt. Mittlerweile finde ich ihn mega langweilig. Ich weiß nicht, wie ich immer seine Matches geguckt habe, ne? Die sind so lang. Ey, Randy Orton, geiler Typ. Mhm. Muss sein. Obwohl das Gute war mal, wir waren mal in Autogrammstunde in Köln und Autogrammstunde war zu Ende. Hauptsache, der kommt dann auf den Parkplatz raus und schnurrt sich bei dem Fans erstmal kippen. Geiler Typ, Alter. Richtig gut. Ey, sowas, ich sag mal ehrlich, sowas ist doch wirklich mega sympathisch, oder? Ich fand's super. Ja, eben, das ist richtig krass. Sowas. Ich nehme Kane. Alter Sam, was? Wer hat das gesagt? Ja, alles schon mit Sinn und Zweck, Kollege. Ja, ich merke schon. Sinn und Zweck, alles an die Wand zu fahren. Mhm. Ja, aber auch nicht. Damit hat zumindest die Brothers of Destruction wieder vereint. Ja. Also Kane und den Undertaker. Ja, die sind da genauso alt wie Menge Frauen und Blaubarschwube. Die dürfen da nochmal gegen die Wyatts jobben. Oh, Leute, ihr macht alles kaputt. Okay. Ich nehme nochmal ein Tag-Team, denn ich will The Club haben. Das sind meine Boys. Ja, die kannst du auch haben. Ja, mach ich auch. Oder egal, was du sagst. David, dein elfter Pick. Ich freue mich so auf die nächste Wildcard, ne? Das Üble ist halt, er nimmt mir so viele weg, ich muss einfach jetzt genau gucken, was ich mache. Du musst Bo Dallas nehmen. Devon Dudley. Bo Dallas ist ja nicht mal scheiße, weißt du, wenn du mal dieses Leather-Match bei NXT geguckt hast. Also es sind auch zwei Main-Eventer oder zumindest ein Top-Main-Eventer sind auch dabei und diverse. Ja, ich nehme ihn auch jetzt. Aber so keiner nimmt ihn aus Prinzip. Ich nehme ihn auch jetzt. Roman Reigns. Puh, da kommt keine Reaktion. Wie live in der Halle. Doch, immer Kevin Dunn regelt. Und zwar die Stimme runter. Boah, krasses Wortspiel. Wahnsinn. Ich bin ja auch Rapper. Du bist jetzt bei Nummer 12, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Du hast mal Zeit für eine Wildcard, ne? Ja, eine Wildcard wäre nicht schlecht. Ja, komm, dann machen wir eine Wildcard, okay. Weil ihr seid. Oh, jetzt ist gleiches Problem wieder. Ich habe jetzt einen, der ist so unwahrscheinlich, aber wenn du den nimmst, dann hast du so Boom-Faktor auf deiner Seite und dann ist relativ offensichtlich, den kannst du mir auch wegnehmen. Aber ist aber schon klar, das CM Punk gilt nicht, ne? Eigentlich wollte ich Zinedine Zidane nehmen. Auf Tim Wiese. Nicht mal für Geld. Ja, wer ist das denn nu? Ja, schon mal was von Spannungsbogen gehört? Meine Güte. Jetzt machen wir nochmal Werbung vorher. Ich nehme John Morrison oder Johnny Mundo. Und alle so stille. Ja. ist halt kein Yoshitatsu, ne? Ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung. Ich nehme einfach Trish Stratus. Ah, perfekt. Okay, das haben wir nicht weggenommen. Hau ich gleich einen raus, sag mal. Geil. Richtig korrekt. Ja, weiter geht's. Der Pick Nummer 13. Der Pick Nummer 13. Ja. Jetzt mal so nebenbei im Rande, wenn man jetzt die Listen mal vor sich hat, sieht man eigentlich erst, wie groß die Undercard ist bei der WWE. Ja, extrem, ne? Auch so Leute, die einfach schon verbrannt sind, wo du einfach sagst, so, die würde ich gar nicht mehr nehmen, die eigentlich sowieso keine Rolle mehr spielen eigentlich. Also, ja, zum Beispiel Big Show und Cody, hier sind halt Namen, wo ich einfach denke, boah, Also Connor soll ich jetzt nicht nehmen, meint ihr? Nimm einfach alles. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt zumindest keinen großen mehr für den Schluss aufgehoben. Hier. Ich nehme nur einen Uso. Und ja, Moment, es gibt noch ein paar ex-ehemalige Das stimmt. Titelträger. Das stimmt. Ja, gut, das ist Jack Swagger. Zum Beispiel. Ist noch ein sehr großer, ist noch dabei. Kai. Ja. Ist halt schwierig, da ist eigentlich ein cooler Typ. Obwohl doch, weißt du was, ich mag den. Und schon allein wegen den zwei Worten, die auch eigentlich Davids Wahl gut beschreiben, die er hier trifft, nämlich Chris Jericho. Okay. Ne? Die beschreiben auch, wie das SmackDown-Roster aufgebaut ist. Mhm. Trash-Talking. Funktioniert aber nicht. Trash-Talker Skywalker. Er hat beide noch eine Wildcard frei. Es kann auch noch jemand Ric Flair reinholen. Wie viel haben wir jetzt? Geh mal noch? Bitte raus. Geh mal bitte raus aus dem Gespräch. Kai hatte den 13. jetzt gerade eben. Und jetzt kommt dein 13. David. Sprich, wir haben danach. Du hast noch drei Picks und Kai. Alles klar. Dann nehme ich Apollo Crews. Ich will den auch erst nehmen, aber der ist irgendwie. Ah, weiß er nicht. Aber wenn er den richtig einsetzt, dann ist der cool. Gut, ich nehme einfach nur mal so für ein paar gute Matches. Mir gefällt er eigentlich ganz gut. Und zwar ist es Kalisto. Nur Kalisto oder nimmst du die gleiche Lucha Dragons? Naja, er hat jetzt nur Kalisto genommen. Ich will doch nicht Sin Cara haben. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt nimmt David Sin Cara so. Nein, jetzt kommen erstmal die Usos, weißt du? Nein, dann bitte nicht aufschreiben. Bitte The Bloodline. Mein Lieblings-Tag-Team. Ich nehme Baron Corbin.
Ey, was würdet ihr sagen, wenn ich gerade gleich als Wildcard Deuce und Domino raushauen würde? Wäre geil. Das wäre wundervoll. Ich kann mich gar nicht mehr an die erinnern. Wann war das? Aber ich mochte das Lied von denen immer. Ich war ja so jung. 2007? Du warst wirklich jung. Als Paul London und Brian Kendrick Champion waren. Die waren richtig geil, ne? Die waren super. Warum haben wir über die nicht geredet? Also beim Wunschdraft. Ja, frag mich doch geil. Nicht. Ja, wer ist hier der Moderator? Nein, keine Ahnung. Ich finde, Brian Kendrick ist gerade in der Cruiserweight Classic Division da wieder dabei. Ja, Brian Kendrick ist ein Affe. Und Paul London war geil. Aber und ich glaube, Paul London wrestelt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe den vor zig Jahren mal bei WXW gesehen. Der hatte auch noch einen Run bei PWG, meines Wissens nach, gehabt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob er jemals danach wieder irgendwie großartig in Aktion getreten wäre. War meiner Meinung nach gerade in der Anfangsphase von Ring of Honor einer meiner Lieblingsathleten, die da waren, hat unglaubliche Matches abgeliefert, aber hat halt nicht viel aus seinem Können gemacht, sagen wir es mal so. Genug über den kleinen London-Exkurs. Kai, die Nummer 15, bitte. Boah, das ist... Na, ach doch, ich nehme mein Man, Long Island Ice Tea, Zack Ryder. Zack. Hier. Yeah. Finde ich aber gut, dass du einen einzigen Mann in der Undercard hast. Was? Hallo? Zack Ryder, Undercard, wo lebst du? Main Event. Mindestens. Ja. Das Problem ist halt, wenn jetzt einer ein Tag Team genommen hat, kann man ja nicht den Einzelwrestler darüber nehmen, ne? Das ist wahr. Oder ist das theoretisch möglich? Du kannst jetzt dem einen nicht mehr noch einen Einzelwrestler aus dem Tag Team klauen, oder was meinst du? Genau. Das nee, das geht nicht. Das wäre ziemlich arschig. Man muss genau, ja auch ein paar Regeln haben. Doch. Genau deshalb frage ich. Wie nehme ich denn dann? Das Schlimme ist, jetzt zum Beispiel, also Seamus, es interessiert keinen Menschen. Und den übergibt man die ganze Zeit. So, ja, so ehemaliger Main Eventer. Also, Mark Henry, nein, bitte nicht. Big Show, nein, danke. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Dann nehme ich Neville. Oliver Neville? Oh, richtig. Er kann eine Flanke schlagen, dann passt er schon. Er hat auf David Odonkor gegen Polen 2006. So. Ah. Wir haben unsere Roster komplett. Aber jeder hat auch eine Wildcard. Ja. Ihr könnt es jetzt doch rausreißen, Jungs. Ey, komm, jetzt kannst du Great Khali rausknallen. Wie geil wäre das denn? Der letzte Pick in der Sendung, weißt du, alle voll gespannt, und dann kommt Great Khali raus. Ey, damals, als Kind, ich fand das mega krass, als dieses Basketball zerdrückt hat. Ich dachte so, ey, der ist der stärkste Mensch der Welt. Ich war so dumm. Einen präparierten Basketball. Ich war noch dümmer als jetzt. Das ist unglaublich. Also, ich nehme, über den haben wir gar nicht gerade beim Fantasy Draft. Jetzt, Spannung wird aufgebaut. Das wäre ein richtig geiles Matchup, besonders irgendwie mit so jemandem wie Seth Rollins. Ich nehme. Es kommt gleich. Warte. Es ist. Will Ospreay nehme ich noch. Oha. Und der erste Indie-Wrestler. Und er droppt einfach das Mic und verlässt den Raum. Da könnte, glaube ich, was Geiles bei rumkommen. Hol doch noch Vader dazu als Manager. Bitte. Nicht? Nein. Doch dicke Buddies, die beiden. Ja. Ich hole noch den Shockmaster. Ich nehme Shawn Michaels. Passt ja so ein bisschen zu der Richtung, die das SmackDown-Roster gerade einschlägt. Richtig. Ich habe schon im letzten Podcast gesagt, man muss auch mal Sachen einfach ruhen lassen. David, ne, kein Anstand. Kein Anstand. Moment, ich habe ja nicht gesagt, dass er durchgehend im Ring ist. Ich habe gesagt, ich hole den zurück. Das ist wahr. Aber ich bin ein Schnellshooter. So ganz oder gar nicht. That's what she said, ja. Ja, der Olaf immer. David, wir machen richtig schlechten Einfluss, das gefällt mir. Was denn? Wir sind so am Anfang noch so, ja, ich bin der Olaf, ich bin professionell. Und jetzt, ja, immer der haut die Assi-Witze raus. Hallo, ich bin hier gerade der Heel-Moderator. Ich versuche, die Leute zu unterhalten, während ihr irgendwie rumgrübelt. Und unterhalten, sagt Edward. Ich beleidige euch alle einfach, das ist unterhaltsam. Ich würde gerade mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Ich fange mal bei Raw an. Der Kai hat Stone Cold Steve Austin als seinen General Manager auserkoren und dann gehe ich einfach mal von oben nach unten die Liste hier durch. Kai hat The New Day rübergeholt, bestehend aus Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods. Dann noch Cesaro, Chris Jericho, Colin Cassidy und Enzo Amore. Champion Dean Ambrose. Außerdem John Cena, dann The Club, also Carl Anderson und Luke Gallows. Außerdem noch Kalisto, Randy Orton, US Champion Rusev, Seth Rollins, The Miz und zu guter Letzt Zack Ryder. Zack Ryder. Auf zu lachen, Alter. Ja, Entschuldigung. für die Damen
Oh, ich habe vergessen, ich habe das NXT-Roster vergessen. Da kommen mir noch ein paar Talente von. Ja, ihm. Ich wollte gerade sagen, ja, ne? Nämlich Finn Balor, Samoa Joe und Austin Aries. Die Damen-Division baut ihr zusammen aus Charlotte, Natalya, Paige, Sasha Banks, Carmella und Nia Jax. Das finde ich übrigens eine ziemlich coole Division, muss ich sagen. Also die gefällt mir echt gut. Ja, wenn man nicht so ist wie der David, hat man auch ein bisschen Ahnung davon. Der David schreibt nochmal seine Bewerbungsunterlagen oder sowas. Ich weiß nicht, was du da machst. Bevor ich hier was vergesse, ich habe die Wildcards von Kai ganz vergessen, weil da sind ja noch 5 weitere Akteure, die noch dazukommen. Das wären Jeff Hardy, Kurt Angle, Mickey James, John Morrison und Will Ospreay. Hell yeah. Hättest du eigentlich Will Ospreay auch ausgewählt, wenn David nicht kurz vorher noch das Video in unserer Gruppe rumgeschickt hätte? Nee, sonst hätte ich ihn gar nicht im Kopf gehabt. Sonst hätte ich ja auch beim letzten Dingens schon über den geredet, aber habe ich gar nicht dran gedacht. Tja, David, selber schuld. Selbst schuld, genau. Ist kein Problem, ich sehe den gerne. Ja, ist halt auch die bessere Show dann nur im Endeffekt, ne? Wenn ich das so mache. Ja. Natürlich. Also, dann David hat auch gewählt, und zwar Mick Foley als General Manager. Dann gehen wir auch mal von oben nach unten durch. Das ist einmal AJ Styles, Apollo Crews, Baron Corbin, dann die komplette Wyatt Family, bestehend aus Bray Wyatt, Braun Strowman, Eric Rowan und Luke Harper. Dazu kommt noch Brock Lesnar, Dolph Ziggler, Kevin Owens, der Number One Pick. Und Face von der Company dann. Genau, und Face von der Company. Ich habe keine Ahnung, warum ich Connor farbig markiert habe mit deiner Farbe, David. Ich weiß es nicht, da habe ich mich vertan. Ja, der Wille war da, ich glaube. Ich glaube, David hat den auch genommen. Ich glaube, das war auch sein Number One Pick. Weißt du was? Das ist wie am Fischmarkt. Die kriegst du einfach nur oben mit drauf. Ja, die will ich aber nicht. Da wird nicht gefragt, geschaut, im geschenkten Gaul, schaut man dir ins Maul und so. So wie türkischer Flohmarkt. So nimmst du die Jacke, kriegst du noch Hose für 3 Euro. Genau. Komm, Bruder. Genau. Dann haben wir noch Neville, Roman Reigns, Sami Zayn und den Undertaker. Und jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube, ich habe vergessen, Kane mit aufzuschreiben. Genau. Kane ist Seite verrutscht. Also wir tauschen Connor gegen Kane. Und haben damit die Brothers of Destruction wieder komplett. Als Wildcard hat David Goldberg, Rob Van Dam, Kennedy und Shawn Michaels ausgesucht. Und dazu noch Trish Stratus, die dann die Women's Division vermutlich jetzt einfach mal ein bisschen verstärken soll. Weil richtig. Die besteht aus Becky Lynch, Emma, Maryse, Asuka, Bayley und Peyton Royce. Als Aufsteiger aus dem NXT-Roster wiederum hat David sich ausgesucht American Alpha, bestehend aus Chad Gable und Jason Jordan, Shinsuke Nakamura, Elias Samson und The Perfect 10 Ty Dillinger. Sprich, das NXT-Roster ist jetzt wirklich sehr leer. Also, wenn man hier mal so drüber schaut, ist da nicht mehr viel übrig. Ist krass, dass keiner Hideo Itami genommen hat, ne? Ja, der ist halt so ein bisschen aus dem Kopf, oder? Dadurch, dass er ja, gut, weil er so lange verletzt war, ne? Ja, ja. Also mich hat es gewundert, dass keiner Triple H genommen hat zum Beispiel. Ach, der alte Mann mit, das mit, Problem ist einfach, mit den Falten total, auf der Stirn. Ja, die Falten sind nicht schlimmer. Ich bin total übersättigt, was ihn angeht. Also und wirklich auch noch die Nase ist unglaublich. Und was ist mit The Rock? Warum hat keiner The Rock genommen? Weil The Rock scheiße ist. Also, deswegen. Also ich finde, er ist nicht scheiße, er geht einem nur mittlerweile richtig auf den Sack. Ja, der soll seine Filme mit Kevin Hart machen, die sind auch lustig, aber lass gut sein. Sag nicht immer, The Rock is back für 2 Minuten und dann, ach komm, hör auf. Nee, ich find's immer schlimmer, wenn er dann sagt, ja, er ist jetzt wieder zu Hause. Ja. Ja, das stimmt. Finally. Und ich bin einfach kein Fan davon, auch nicht beim Fußball, wenn einer das Wappen küsst und dann nächste Saison woanders spielt und so weiter. Ja, also Leroy Sané zu Manchester City, dankeschön. Ja, es nervt halt bei The Rock und deswegen habe ich den zum Beispiel nicht genommen. Ja, das stimmt schon. Was sind denn jetzt eure Pläne für eure Roster? Hör mal, warte. Weil, wenn wir jetzt Fernsehen machen, ne? So, wer kommentiert das denn? Ich würde mal sagen, wir brauchen noch beide noch 2 Kommentatoren, oder? Von mir aus wählt auch noch Kommentatoren. Ja. Aber dann halt mal die Reihenfolge bei, erst Kai und dann David. Die besten zuerst. So. Ich nehme. Du bist doch dieselben wie ich. Ich glaub, mein erster ist auf keinen Fall einer, den du. Ist, glaube ich, nicht dein erster. Ja, mach. Corey Graves. Nee, das stimmt. Siehst du? Hätte ich auch genommen. Siehst du, der Olaf hat auch ein bisschen Ahnung. Nur ein bisschen so. Ein bisschen, also die Anführungszeichen nochmal beim bisschen. Ja, also auch wirklich sehr klein geschrieben auch. Ja. Inklusiv. Ich nehme JR. Ja, die Seniorenparade.
Ich höre ihn einfach gerne, wenn ich auf. Ja. Ich gucke halt gerne im Network, zum Beispiel die alten Sachen, und das macht so das viel stimmt. aus, die Stimme von JR. Das stimmt absolut. Die alten Sachen von JR sind wirklich ganz fantastisch. Also, weil der braucht auch keinen Zettel, um Emotionen rüberzubringen. Vor allem, er hat halt immer die richtigen Worte gefunden, die du halt im Grunde genommen in jedem Trailer wieder bringen kannst, weil er einfach genau die richtige Formulierung hatte, die dann episch irgendwie ist. Ja, absolut. So, Kai, also, dein Co-Kommentator? Ich muss mal kurz ausschweifen, kann ich ja natürlich immer. Also, wer auf jeden Fall noch geil ist, muss man sagen, CM Punk, Kevin Owens, wäre das geilste Kommentatorenteam aller Zeiten. Also, aber... Ich glaube, da würdest du aber gar nicht mehr aufs Match gucken, da würdest du nur noch zuhören. Komplett, Alter. Ganz ehrlich, ich fand immer, CM Punk war so geil, aber jetzt Kevin Owens, ganz ehrlich, egal wie scheiße das Match ist, ich lasse es komplett laufen, ich skippe gar nichts, weil ich einfach Kevin Owens hören will. So, ich mache jetzt einfach rein von der... Oh, Boah. Ja? Warte. Lebst du noch? Ist du musst noch was passiert? Ich muss kurz gucken, wer wen gepickt hat. So, dann nehme ich noch als anderen Kommentator Paul Heyman. Arschloch. Das hätte ich auch genommen. Arschloch, genau den wollte ich bei mir bei dir haben. Scheiße, so, die Wand dann. Ey. Ich wollte erst, ich habe Paul Heyman gar nicht gesehen, habe ich mir gedacht, okay, nimmst du JBL als Heel-Kommentator. So einfach nur von der Logik her, habe ich Paul Heyman gesehen. Genau da. JR und Paul Heyman war damals zu Attitude-Zeiten halt auch ganz fantastisch irgendwie. Ja, deswegen, ja. Beziehungsweise die Attitude, als sie den Invasion-Angle da eingeläutet haben. Das war absolut geil, wie die beiden sich da gebettelt haben. Also, kann ich schon. Beide konnten halt sehr gut spontan agieren. Das hast du dann halt gemerkt. Ja. Das ist so gut. Paul Heyman ja ein bisschen zu spontan teilweise, dass er wohl auch ein bisschen Ärger bekommen hat. Aber ich liebe es einfach, wenn die off-script gehen. Ja, das macht es ja auch aus eigentlich. Also der, ich finde, der Kommentar bei WWE ist momentan, mal abgesehen von Corey Graves, ist aktuell einfach komplett für den Eimer. Also, ich finde JBL lustig. Nein, JBL ist, er funktioniert nicht alleine. Er braucht einen guten Gegenspieler, der mit auf seine Kommentare eingeht. Du musst ja manchmal hinhören. Die reagieren dann nicht mehr auf seine Wortspiele oder so. Ja, eben. Ja. Ich liebe einfach Kevin Owens dafür, dass er immer Michael Cole anmacht. Das ist so gut. Apropos JBL, ich nehme JBL. Okay, ja. Also JR und JBL, das würde auch funktionieren. Das geht wirklich klar. Da muss man auch mal Lob aussprechen, da du bis heute nur Fehlentscheidungen getroffen hast. War auch mal eine richtige Dabei. Du meinst dein Roster-System. Mein Roster-System, ne? Pass auf. Ja, ich lehne mich zurück und lach schon mal. Ja, deins ist bestimmt so, ja, ich miete eine Arena und dann baue ich unten irgendwie die Caritas ein oder so, die immer Windeln wechseln kommt. Bei den Rentnern. Oder dann so Tagespflege. Du musst erstmal für Goldberg brauchst du erstmal irgendwie so einen super Wellness-Bereich, damit der Herr Millionär sich da auch gut aufgehoben fühlt. Der feine Herr Goldberg. Mit Undertaker und so. Ja, genau. Ja, Goldberg ist schon ein krasser Affe. Ich glaube ja, Goldberg ist so einer, der wird auch bei WhatsApp oder so diese Affen-Emojis benutzen. Puh. Und das ist ein schwieriges Thema. Also. Ja, jetzt wollen wir hier mal Butter bei die Fische hier, Herr Money in the Bank und so, hau mal rein. Genau. Also wie gesagt, mein Number One Pick war natürlich Dean Ambrose. Ne? Ja. Ist ja klar als Champ. Aber ich würde auf jeden Fall als allererstes Event, ich meine, ich bin noch in Planung mit ein paar PR-Managern und sowas, so ist noch nichts Festes jetzt, was ich jetzt sage, ne? Aber ich würde halt als allererstes, mein erstes Pay-Per-View wäre definitiv mit einem 6-Mann-Main-Event um den Titel. Das wäre, ich weiß noch nicht was, so wir arbeiten da an manchen Sachen, entweder so ein Elimination Chamber, vielleicht bringen wir auch mal, okay, das ist eigentlich 5 Leute, aber vielleicht bringen wir auch ein Championship Scramble zurück, man weiß es nicht, vielleicht machen wir das auch mal, sowas in der Art, einfach nur mal, um zu testen, so jeder, der neu kommt, ist ja natürlich eine Chance, ich meine, klar, man kann auch Rentner holen, so Allstars, aber Wen würdest du da reinsetzen in den, immer vom Championship Scramble aus mit 5 Leuten? Natürlich den Champ, logischerweise. Den Ambrose. Seth Rollins, definitiv. Würde ich reinpacken. Dann würde ich, man würde jetzt denken, ich packe Finn Bella rein, aber ich packe Samoa Joe rein, weil er als NXT-Champ kommt und dann dementsprechend das Recht hat, daran teilzunehmen. Wir gehen jetzt einfach mal von 6 Leuten aus, okay? Okay. Wir nehmen die 6 Leute. Dann würde ich noch Jeff Hardy da reinpacken, einfach nur, weil das meiner Meinung nach ein größerer Name als Kurt Angle ist. Und er dann so als größter Star von außerhalb kommt, würde ich da definitiv noch Jeff Hardy reinpacken. Und dann die letzten 2 Spots, die könnte man auskämpfen lassen. Da wird jemand reinkommen, vielleicht sogar John Cena. Auch wenn Leute das nicht mögen, wenn John Cena dabei ist. Aber dieser Effekt,
Das kann man sagen, was man will, weil man denkt immer, okay, John Cena ist dabei, Superman. Aber der Effekt, wenn John Cena irgendwann rausfliegt, ist immer krass, finde ich. Das immer. Damit hast du schon den Plan vorweggenommen, dass John Cena auf jeden Fall rausfliegt. Ja, aber vielleicht wird John Cena auch mal Mr. Money in the Bank. Ja. Man weiß es nicht. Genau. Was würdest du mit Will Ospreay machen? Will Ospreay würde ich auf jeden Fall Matches geben gegen zum Beispiel Kalisto, definitiv. Auf jeden Fall mit Leuten wie Chris Jericho und definitiv mit Seth Rollins. Alter, gegen Cesaro musst du den setzen. Ich wollte gerade schon sagen, da hast du Cesaro und nimmst du nicht. Nein. Gerade Counter-Wrestling, die beiden aufeinander, ey, da kannst du 30-Minuten-Match machen, holst dir Popcorn, hast du Spaß. Was meinst du, was der Cesaro den durch die Gegend werfen kann, ey? Ja, ich hätte lieber, könnt ihr gerne meinen, wie ihr wollt. Also ist auf jeden Fall schlaue Idee. Auch mal die zweite Schlaue von David heute. Olaf ist ja generell nicht so. Nein. Weißt du, aber mit dir, ne? Nächsten Ausgang mit einem anderen. Nein. Ja, guck, du erstmal dein Altersheim. Sei du mal leise. ich persönlich finde auch Matches von zum Beispiel Cesaro und Rusev nicht schlecht. Also, weil Rusev ist jemand, also klar, der ist halt von seinem Gimmick her ziemlich scheiße, aber der kann krasse Matches machen. Ist auch gar nicht so unbeweglich eigentlich. Und Cesaro ist jemand, der beweglich ist, aber auch gar nicht so schwach. Also er ist extrem stark, ne? Deswegen finde ich das an sich nicht schlecht. Wer würde der erste Fädengegner von Kurt Angle sein? Und wird Kurt Angle aktiv sein, dauerhaft? Der erste Fädengegner von Kurt Angle einfach nur so, weil ich meine, ist mein Traumroster, ne? John Cena. Einfach nur gute alte Zeit. Man muss ja auch mal ein bisschen Sachen oldschool fahren. Also da ist jetzt David eigentlich der richtige Ansprechpartner für. Aber also ich würde es einfach geil finden. Okay. So auch fahre ich es halt alleine, ist mir egal. Was ist mit den Damen? Was stellst du mit den Damen an? Interessiert ihn ja nicht. Ganz ehrlich, juckt mich auch nicht. Nein, aber wenn wir jetzt mal wirklich ausgehen von 6 oder 7, würde ich da aber auch ein großes Ding um den Titel machen, ganz am Anfang. Einfach nur, um zu zeigen, das ist halt immer praktisch, weil du kannst dann sagen, jeder, der hier ist, ist auch im Titelgeschehen drin. Also jeder ist ein legitimer Gegner oder legitimer Anwärter auf den Titel. Deswegen würde ich da auch irgendwie irgendeinen 6-Mann melden. Vielleicht sogar, gab's das schon mal? Ich weiß nicht. Boah, PR-Agent anrufen. Der erste, Steven Chamber. Wäre nicht schlecht. Das war mal schlecht. Im Gespräch, glaube ich, irgendwann. Genauso wie ein Steven Money in the Bank Match, aber irgendwie ist ja, oder Ladies Money in the Bank Match, aber irgendwie ist ja nie was draus geworden. Ja. Also ein Steven Chamber, ich glaube, das wird so jemand wie ich auch gucken. Ja. Aber es gibt ja auch keine Diven mehr, Mensch. Und gut, meine 3 Tech-Teams fehlen halt um den Titel, ne? Klar. Ist normal. Aber die sind auch alle geil. So New Day. Ey, New Day hat doch jetzt, glaube ich, den Rekord gebrochen. Longest Running Tech-Team, ne? Ja. Riecht so unglaublich verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war so enttäuscht, als New Day am Anfang so krass gefloppt ist. Ich fand das richtig scheiße, weil ich liebe Kofi Kingston über alles. Nicht so sehr wie CM Punk. Aber trotzdem. Aus Kofi Kingston kann man generell viel mehr machen, siehe damals gegen Orton. Das war richtig geil, wo er einfach dann auf diesem Nesca, wow, dummes Wortspiel, stand. Das war unglaublich gut. Ja, also sowas würde ich machen. Ich hätte auch gerne Matches, ich sag, wenn Jeff Hardy dann bei mir wäre, ich mache natürlich auch gutes Fitnessprogramm zusammen mit Kollega, habe ich da was am Start. Und da mache ich dann, also so ein Jeff Hardy mit John Morrison oder Jeff Hardy mit Will Ospreay, da ist auch einiges Geiles dabei. Und Cesaro kannst du eigentlich Cesaro ist halt unglaublich universal, ne? Den kannst du überall reinschmeißen. Das ist richtig gut, finde ich. Die Mehrfachsteckdose von WWE. Oder stell euch mal vor, so ein Extreme Rules Match, Dean Ambrose und Jeff Hardy. Boom. Alle sitzen. Genau, wollte ich gerade sagen. Auf. So aktuell würde ich sagen, so alle. Ja, nicht der Jeff Hardy, Alter. So, dann kommt noch. Ja, da muss aber Dean Ambrose sich ordentlich anstrengen, ne? Ja. Nee, deswegen, also, ich mach schon geile Sachen. Ist halt kein Altersheim. Ich hab keinen Zweifel dran, du. Ja. David, genau. Wie konterst du das? Gar nicht. Wie ich das konter? Ich weiß, gespannt. Alles nach Allstars und so weiter, aber guckt euch mal meinen Roster genau an. Es ist eine klare Unterteilung zwischen den Big Mans, und zwar die wirklichen Big Mans und den Highflyern, beziehungsweise den technischen. Und da auch die Jüngeren dabei.
Sowohl bei den Bigmans als auch bei den Highflyern. Und was ich auf jeden Fall erstmal machen würde, wäre halt die Wyatts reinbringen, und zwar als Stable. Und zwar als dominantes Stable, wo dann halt auch Undertaker und Kane reingehen. Ob die direkt jobben müssen, weiß ich nicht, aber schon, dass es so eine Art, deren Gimmick halt aufbauend eine mystische Fehde gibt mit denen. Die sind wiederum auch stark genug, um zum Beispiel, was ich, die Wyatts können sich halt auf Brock Lesnar stürzen und oder auf Goldberg und ähnliches. Das sind halt schon richtig große Typen, mit denen könnte sich halt auch Roman Reigns messen. Wobei ich allerdings sagen muss, das ist halt so, wie soll man sagen, der Story-Unterbau bei mir, ein bisschen. Wrestlerisch möchte ich halt gern schöne Matches sehen. Und das sind halt einfach Matches, wo ich dann Leute sehen möchte, Shawn Michaels, der halt drin ist, um halt den Leuten auch was beizubringen, um vor allem auf eine höhere Stufe zu heben. Rob Van Dam und Kenny, die sind halt eher Mid-Kader, aber die sollen halt einen gewissen Impact haben, was sie halt haben vom Namen her. Selbst wenn sie 1000 Mal verlieren, ist egal, es ist schon ein gewisser Name, um dann Leute halt zu pushen wie Baron Corbin und Co., die halt eher zu den Großen gehören. Und die schönen Matches, das wären halt zum Beispiel Kevin Owens, Neville, Sami Zayn, Nakamura, American Alpha, wobei ich da noch nicht weiß, ob ich die splitten würde, wahrscheinlich. Ty Dillinger, Apollo Crews, AJ Styles, das wären einfach Matches, die würde ich mir ewig gern angucken. Und vor allen Dingen ist es halt eine Mischung zwischen sehr jungen NXT-Lern und halt den Althasen. Und ich glaube, die können sich dann gegenseitig schon pushen und helfen. Wer wäre dein Champion oder deine Champion-Chip-Riege? Ich würde es wahrscheinlich anfangs so machen, dass ich die Bray Wyatt den Titel gebe, und zwar als Stable, Heel Stable. Okay. Und später ganz klar Kevin Owens. Und Kevin Owens wäre halt wirklich bei mir auch ein bisschen Face von SmackDown, der sich halt vor allen Dingen mit Sami Zayn und Co. halt darum prügelt. Was passiert mit Roman Reigns, nachdem der ungefähr bei Draftpick 12 genommen worden ist? Ja, Roman Reigns sehe ich halt ein bisschen, hört sich so blöd an, auf der Stufe wie Baron Corbin, dass der halt jetzt ein neues Profil kriegen muss und auch ein vernünftiges Profil. Und dadurch können ihnen halt auch Leute helfen wie Brock Lesnar, Goldberg, Wyatt, Undertaker, also Brothers of Destruction, halt so als Fädengegner. Ich würde ihn halt jetzt nicht gegen die Highflyer und Co. stellen, ich würde ihn auch jetzt aktuell nicht in Main Event stehen, aber so, dass er halt immer wieder sich halt behaupten muss, im Grunde genommen. Mhm. Und er als, vom Gimmick her, wie soll man sagen, als Fighter. Ich würde ihn noch nicht mal viel reden lassen, auf keinen Fall lachen lassen, sondern ein bisschen wie bei The Shield, im Grunde genommen, der Typ, der kommt rein und der zerstört. Und wenn er quasi, sag mal, die ganze Wyatt Family geht auf den drauf oder ein Brock Lesnar haut den einfach komplett um, dann ist denen das egal. Der geht dann halt rein, ist ganz klar ein Tweener, kein Face, kein Heel. Eher ein bisschen wie Stone Cold damals, der einfach einen Scheiß drauf gibt, was die anderen sagen. Und ich glaube, so kannst du ihn auch wieder overbringen. Aber das würde zu passen. Ich glaube halt auch, dass man eigentlich noch retten kann in irgendeiner Form. Also ich glaube halt, dass der Ansatz, den du gerade gewählt hast, auch gar nicht so verkehrt ist. Er soll halt einfach nicht so viel lustige Sachen machen, sondern soll einfach kaputt machen. Das ist, glaube ich, das, was Roman Reigns ganz gut kann. Ich finde tatsächlich auch so, jetzt mal so ein bisschen über deinen Roster rüberschaut, finde ich es halt ganz interessant, weil du ja sowohl im Prinzip eine alte WWE-Riege im Prinzip aufgebaut hast, als auch eine, also so eine Indie-Riege im Prinzip mit Nakamura, mit AJ Styles, Apollo Crews und sowas. Das eröffnet natürlich auch neue Wege und in Kombination auch mit den Allstars können natürlich da auch so ein paar Dream-Matches bei rauskommen. Ich habe gerade kurz überlegt, so, ja, wie geil wäre denn bitteschön AJ Styles gegen Shawn Michaels? Das wäre göttlich. Also sowas finde ich genial. Oder halt auch eine Vierer-Fehde, was weiß ich, AJ Styles, nimmst du Sami Zayn noch dabei mit Kevin Owens und dann Shawn Michaels, so ein Vierer-Teil. Oder Nakamura würde ich auch gut reinpassen. Aber Shawn Michaels kann bei sowas gar nicht mithalten. Also so. Ich unterschätze nicht. Bei ihm, bei Shawn Michaels ist ja so, er hat ja seinen Charakter her nie so gemacht in den letzten Jahren, dass wo er noch im Ring war, dass er schnell war, sondern dass er intelligent war. Ja, klar, aber. Und das würde da schon sehr gut passen. Ich finde auch, dass gerade durch, wie gesagt, das ist dieser Haupthintergedanke bei mir, die anderen, also die Jüngeren, beziehungsweise die Indie-Wrestler, die sollen dadurch profitieren, dass richtig alte Hasen, vor allem mit großen Namen dabei sind und viel Erfahrung. Jeder hat seine eigenen Stärke. Shawn Michaels zum Beispiel im Ring kann den richtig viel beibringen, selbst wenn die schon erfahren sind. Er ist einfach immer noch der Beste, meiner Meinung nach. Aber auch Leute wie Undertaker und Co., die können dann wiederum beim Charakter helfen.
Und ich finde halt schon, dass dieses Forcieren sowohl die In-Wing-Skills als auch den Charakter, das ist halt wichtig. Und so könnte SmackDown meiner Meinung nach halt auch Raw schlagen. Das wird eine knappe Kiste auf jeden Fall. Aber ich finde beide Roster eigentlich ganz nett. Ob man jetzt natürlich die ganzen Allstars wieder so zurücksehen wird, glaube ich halt nicht. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass wir da zumindest ein paar davon sehen werden. Zum Beispiel Rob Van Dam halte ich für gar nicht so abwegig aktuell. Traurig aber wahr. Ne? Und auch John Morrison auf lange Sicht glaube ich auch, dass wir den wiedersehen. Ja, aber was wäre denn Rob Van Dam so schlimm? Er ist vielleicht im Ring nicht der Beste, aber er hat immer noch einen gewissen Namen und er hat auch eine gewisse Beliebtheit und das kann ja nur helfen. Er war immer jemand, der eigentlich oft gejobbt hat. Das kann er immer noch machen, dann profitieren noch die jungen Leute davon. Ja, aber Rob Van Dam war halt immer so, das war mal besonders und dann irgendwann ist auch so, ja, dann macht's halt ein 17. Comeback. Weil, also so, irgendwann ist auch die Luft ein bisschen raus. Ja, er ist ja kein Main Event, aber den hast du halt in der. Nein, auch nicht als. An der Midcard, um jemanden von der anderen Midcard quasi in die Upper Midcard zu heben. Dafür ist ja, ideal. Ja, das ist nichts Besonderes, wenn man mehr gegen Dingens gewinnt, gegen Rob Van Dam. Da finde ich so jemanden wie Chris Jericho besser dafür. Achso, apropos Rob Van Dam, was ich noch ansprechen würde, SmackDown läuft bei mir nicht unter PG. Ja gut, Raw sowieso nicht. Ja, jetzt ist zu spät. Nee, also das ist nur als Anmerkung, weil das ist ja halt schon, wenn du halt guckst, Brock Lesnar und Co., ich stelle mir halt schon nicht bei jedem Match, ich würde es nicht so übertreiben wie bei der Attitude-Zeit, aber schon ab und an, dass mal Blut ist oder vor allem halt Waffen eingesetzt werden und ein bisschen härtere Gangart. Und vor allem schlimme Worte und ein bisschen kontroversere Geschichten. Ich glaube, das hat ja eigentlich auch die Non-PG-Era eigentlich so ein bisschen ausgezeichnet. Ich finde, es muss auch nicht in jedem Kampf Blut sein. Das war ja auch gerade, Shawn Michaels war ja damals jemand, der da auch ein bisschen mit übertrieben hat mit der Bladerei. Nee, aber es gehört halt, was ich halt zum Beispiel total finde, wenn du eine Fehde hast, die halt richtig lange zieht, wo du halt weißt, Rivalität wie sonst was, dann Hell in the Cell Match und kein Blut. Ich weiß, es hört sich doof an, aber ich finde, wenn da dann blutet und das, du weißt, es ist das entscheidende Match, dann ist es halt, hebt es das Ganze noch ein bisschen aufs intensivere Level. Dadurch wirkt es halt wirklich wie ein epischer Kampf zwischen denen. Es geht einfach darum, dann die Intensität der Fehde darzustellen. Und genau. Das ist natürlich das einfach ein Stilmittel, um das auch noch optisch so ein bisschen zu unterstreichen. Eigentlich. Ich meine, denk nur an Stone Cold damals gegen Bret Hart. Ohne ja, Blut hätte ja, das gut, Ding okay. nicht so funktioniert. Das stimmt. Weil so kannst du einen Star auch, beispielsweise einen Roman Reigns, so blöd das klingen mag, lass den mal richtig bluten, wenn der irgendwie in der Fehde ist, wo der total unterlegen ist eigentlich, aber er gibt nicht auf. Ich finde, das wird aber auch perfekt zu so Dean Ambrose passen. Das ist ja ganz häufig, dass er irgendwie so mega am Arsch ist und dann steht da halt und sagt so dieses komm her, weißt du, so gib mir mehr. Wenn er dabei bluten würde, wäre das halt 10-mal krasser einfach. Das ist ja so wie die Sache mit Roman Reigns, weißt du, wenn halt jemand komplett auf Sack kriegt und dann aber so sagt, komm, mach weiter und dabei blutet, das ist geil. Ja, das kannst du halt unterstreichen. Das ist immer das Ding bei Blut. Ne? Also du kannst es auch übertreiben wie Ric Flair, aber. Ja, ich glaube, der blutete schon, wenn man ihn angeguckt hat. Ja. Er kommt so in den Ring und so, fuck, ich will am Bluten. War das nicht bei Survivor Series 2003, wo Undertaker gegen McMahon gekämpft hat und McMahon innerhalb von, ich glaube, nach dem ersten Schlag schon angefangen hat zu bluten? Ja, McMahon ging ja damals richtig krass ab. Ja, eben. Achso, ich muss anmerken, bei der Divas Division, Emma ist für mich eine Wrestlerin, die total falsch eingesetzt wurde bei der WWE. Ja. Die kann viel, viel mehr, das hast du bei NXT gesehen. Asuka und Bayley sind meiner Meinung nach auf jeden Fall soweit. Absolut. In Roster gehoben zu werden, aber dann auch richtig eingesetzt, nicht wie aktuell bei den Women's Division das ist Katastrophe. Und Trish Stratus zum Beispiel, ich denke halt schon, die macht halt viel Yoga und so, die hat ja ihr Yoga-Studio hauptberuflich, die ist immer noch fit genug, um ein paar Matches zu machen, die könnte halt quasi das Scepter weitergeben. Und gerade halt den NXT dann, also Bayley und Asuka und Co., schon nochmal was beibringen, weil Trish war halt irgendwann wirklich gut im Ring. Absolut. Also ich meine, die war jetzt in der damaligen Zeit, war sie ja auf jeden Fall die mit Abstand beste Wrestlerin bei WWE. Also beste Wrestlerin plus Charakter bei WWE. Also ja, bei ihr war vor allen Dingen, anfangs war die ja noch nicht mal eine gute Wrestlerin. Anfangs war die im Ring schrecklich. Das stimmt. Anfangs bestand sie eigentlich nur daraus, dass sie einen extrem gepushtes Dekolleté hatte. Und bei ihr war halt. Aber fein ausgedrückt. Ja, aber sie hat es zum Beispiel geschafft, ihren Charakter immer mehr auszubringen, auszuarbeiten. Im Ring hat sie sich immer verbessert. Und ich glaube, genau dieses Vorbild würde helfen. Ich hätte auch, hätte ich es nur einen Pick gehabt, hätte ich Lita noch dazu genommen. Weil ich glaube schon, dass die Women's Division von sowas noch mal ein bisschen zehren könnte. Nicht lange, ein, zwei Jahre, aber das reicht schon. Ich muss noch anmerken bei mir, ich würde aber Sasha Banks auch als Heel laufen lassen übrigens. Mm. Nicht als Face. Ja. Ich finde auch, dass Sasha Banks als
Gute aktuell ein bisschen an Charisma eingebüßt hat. Ich glaube, ja, gut, aber es passt halt, weil du als Steven eigentlich fast nur Heels hast. So, ja. Wen hast du als Face? Weißt du, Becky Lynch, Paige. Aber ich muss nochmal einwerfen, dass ihr Nia Jax wollt, das peile ich nicht. Na, ich finde, das ist einfach so. Das ist halt so wie Karma oder halt Awesome Kong, nenn sie wie du willst. Das ist einfach mal so eine stabilere, also was heißt stabilere, so eine kräftigere mal dabei ist. Ja, nicht diese Standard-Diven, weißt du, sondern einfach mal. Hatte deutlich mehr im Ring drauf. Bei Nia Jax kommt es mir einfach. Erstmal, das Problem ist einfach, das Gesicht passt halt nicht zum Körper, mal davon ab. Ja, sie wirklich mega halt scheiße. Weil du hängst, irgendwann passt da nicht. Aber ich fand sie halt im Ring bislang nicht stark. Also wirklich nicht. Ausnahmslos. Ich finde, es kommt halt auf die Fehde und auf die Gegnerin an. Also ich glaube halt, also ich fand sie gegen Bayley, fand ich sie absolut fantastisch. Also, weil das war schon krass, als Bayley die zum Aufgeben gebracht hat. Genau, oder? Aber weil also halt. Weil halt die Geschichte funktioniert hat zwischen den beiden. Also, genau. Weil Bayley halt eben als Außenseiterin, naja, Jax als die dominante, körperlich dominante Kämpferin. Ja, aber Bayley hat auch gesellt wie sonst was. Ja, aber da hat es funktioniert. Bei Asuka zum Beispiel fand ich, hat es nicht ganz so gut funktioniert, weil Asuka einfach schon diesen krassen Ruf hat, eben, dass sie eigentlich die wrestlerisch talentierteste Akteurin bei WWE auf jeden Fall ist und dass sie einfach auch schon Leute ausgenockt hat im Ring, so blöd es halt klingt. Ne? Deswegen hat dieses Underdog-Ding da nicht funktioniert, obwohl die körperlichen Voraussetzungen halt da waren, hat es aber für mich nicht funktioniert. Aber ich finde, dass Nia Jax mit den richtigen Gegnerinnen, und da zähle ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal so runterschaue, auch mal so Sasha Banks, glaube ich, kann da super funktionieren. Und auch eine Paige kann da, glaube ich, super funktionieren. Okay, bei Nia Jax ist halt mein Problem ein bisschen, weil sie ist halt schon, Anführungszeichen, halt ein Brocken, also Powerhouse, so gesehen, aber sie hat meiner Meinung nach nicht die Kraft. Also die Sachen, die sie macht, die hatten nicht so viel Wucht. Gerade im Verlauf vom Match merkst du, dass sie ganz schnell aus der Puste ist. Die ist halt auch noch sehr grün, ne? Also die braucht einfach auch ja, ein bisschen. Ja, lass sie mal ein bisschen einarbeiten hier. Dann, ich habe ja noch Mickey James geholt, die regelt das schon. Ja, die ist eh göttlich. Ja, Mickey James ist super. Also damals die Fehde mit Trish Stratus, ich glaube, das hat auch jeder noch im Gedächtnis, wie das damals gewesen ist. Ey, das WrestleMania-Moment ohne Ende, ey. Und dass die das auch noch wegschneiden. Ja. Auf jedem YouTube-Clip ist es weggeschnitten, wo ich einfach denke, nein, warum? Lass es doch einfach. Was hast du getan? Ja. Aber da hat ja auch, Mickey James hat doch diesen, den Stratisfaction Bulldog, hast du doch so krass abgefuckt, oder? War das nicht so? Dass aber das lag nicht an ihr. Trish hatte daneben gegriffen. Ja. Die hat den nicht richtig hochbekommen. Dann hat die das war She Said. Aber Mickey James generell, auch jetzt ist ja noch, wenn du die bei TNA zuletzt gesehen hattest, dann, wie gesagt, die springt vom Käfigrand, was eigentlich kaum eine Frau macht, und ist ja scheißegal. Nein, die ist eine klasse Wrestlerin, also von daher ist auch, wäre das auch eine, wo ich sagen würde, die könnte man auch noch mal für 1-2 Jahre auf jeden Fall zurückholen. Aber ich würde dir übrigens auch, wenn du willst, John Morrison ausleihen, weil du hast ja da Trish Stratus. Dann holen wir nochmal Snooki zurück und dann machen wir ein richtiges WrestleMania. Ja, du meinst, wo sie einmal ihr Flickflack zeigen darf, ne? Ja, genau. Dann führen wir da mal. Ich hasse Snooki so sehr. Gibt es Snooki überhaupt noch? Weil mittlerweile in der Bedeutungslosigkeit. Das ist der schlechtesten Celebrity-Matches war, die es je gab. Da gab es doch auch krass Stress zwischen John Morrison und Trish Stratus, ne? Da war doch die Szene, wo die den umarmen wollte, einfach weggegangen ist. Geiler Typ. Ey, wenn du so krass bist, dass du zu Trish Stratus sagen kannst, ey. Du bist mir egal, ne? Puh, Hut ab. War ja auch damals mit Melina schon zusammen. Ja, aber die soll ja mega anstrengend sein, ne? Das glaube ich gar nicht. Doch, die hat doch einen richtig schlechten Ruf. Die war doch auch vor diesem Wrestlers Court. Ja, also, wollte ich gerade sagen, also die war ja, die galt ja wirklich als Bitch hoch 10 in Backstage. Das war doch, glaube ich, sogar die einzige gemein. Frau. Achso. Dann drück dich was bist du für ein Moderator? Ey? Echt? Was soll das denn Ironie als Moderator ist? Richtiger Matthias Obtenhövel, weißt du? Ich schreib das demnächst auf Skype rüber. Achtung, Ironie oder sowas. Was ich immer noch interessant fände, man jetzt vom Fantasy-Dwarf mal abgesehen, was meint ihr denn, welcher Wrestler könnte am allermeisten von dem Dwarf profitieren? Also jetzt ein Wrestler, wo ihr sagt, von wegen, ey, das könnte echt für den. Ich frag mich, ob überhaupt WWE von dem Dwarf profitiert. Ganz ehrlich. Ja, natürlich. Ja. Also denk dran, was damals war, als War und SmackDown erstmals quasi getrennt liefen mit Dwarf, das hat. Ja, aber ich finde es halt jetzt mega schwierig, dass die eigene Pay-Per-Views und sowas machen, ne? Du wirst, glaube ich, unsagbar übersättigt sein. Ja, das befürchte ich auch. Dann musst du hier SmackDown gucken. Dann guckst du da Raw. Dann guckst du das Pay-Per-View. Das kannst du noch nicht mal gucken, weil das nicht auf Network läuft. Das ist wahr. Ja, aber das ist schon an die Pay-Per-Views. Eigentlich hätten sie sagen müssen, mit den Dwarf läuft es auf Network. Ja gut, ja, aber die haben jetzt ja extra den neuen TV-Deal mit USA, ne?
Ja, ich USA, halt, nicht sagen, du guckst, sagen. Was ich halt nicht peile, du guckst zum Beispiel, auf dem Network habe ich gestern mir die Causeway angeschaut, die erste Runde im Turnier. Und vorher läuft ein riesen dicker Spot von wegen, ja, Draft am 19. Und ich dachte, ey, geil, Network, Network. Und dann ganz am Ende, USA Network. Und ich denke, ja toll, ihr macht die Werbung auf dem Network, eigentlich euer Paradeprodukt schlechthin, und sagt, guckt bitte woanders, wir bieten das nicht. Die Sache ist, ich muss eigentlich komplett ab dem 19. mein Internetleben beenden. Ich darf nicht auf Facebook, ich darf nicht auf Twitter, ich darf auf gar nichts. Ohne Geschichte, ich muss einmal einwerfen, ich erzähle gerne Geschichten, ich weiß. Das Schlimme war damals, WrestleMania, Undertaker gegen Brock Lesnar, das war glaube ich 30, war 30, ne? Das war 30, ja. Ja, ich Internet komplett bei Facebook ausgelockt, am Handy ausgelockt, Twitter ausgelockt. Ich dachte so, Kai, du machst gar nichts, ne? Wisst ihr, wodurch ich gespoilert wurde? Nein. Durch die Harvard Bild-Zeitung. Was ist das? Wie kann man, also bei Wrestling mittlerweile musst du einen Riesenbogen um Bild-Zeitung machen. Ja, aber das ist krass. So, riesige Serie von Undertaker erinnert dich so, Dankeschön, ihr Harvard. So, Axel Springer, ich tritt dir in dein Scheiß. Obwohl, Scheiß war auch schon. Ich tritt dir wohin? Ich war so angepisst, ne? Ja, das war so ärgerlich. Ja, aber also, beim Draft wird es dann wirklich richtig schwierig werden. Ja, ja, eben. Also, ich vor allen Dingen, also ich glaube, die Drafts selber werden weniger schwierig sein, dass du nicht gespoilert wirst, aber sollte einer von den Allstars zurückkommen, der richtig groß ist, dann hast du es auf Mainstream-Medien und dann hast du ein Problem. Ja. Ich habe sogar, Angst, dass irgendwie so eine Mail vom Network kommt, gibt's ja auch, ne? Dann so, jetzt, Donnerstag, schaut euch die Kurt Angle Collection an, gerade online gestellt oder sowas. CM Punk. Die CM Punk Collection, sagen wir auf Punk 2016. Nein! Wäre schon lustig. Ich würde einfach von der Arbeit noch nach Hause, ich würde einfach sagen, okay, sorry, heute habe ich einen gelben Krankenschein. Tschüss, ich bin weg. Nee. Ja, aber es ist halt echt schon krass, was der Draft jetzt inzwischen auch für Wellen geschlagen hat. Ne? Also da merkst du halt einfach, dass WWE brauchte eine Umwälzung im Prinzip ihrer Shows und die kommt dann jetzt hoffentlich auch. Und um auf aber die Frage. Im Übrigen, Entschuldigung, hast du ja bei uns wahrscheinlich gesehen, die Kommentare, ne, bei MannTV. Ja, ja. Die waren ja auch durchgehend so von wegen, ja, ein paar Allstars wären nicht schlecht. Ja, ja. Also, muss man halt mal sehen. Also ich hoffe halt tatsächlich, dass auch ein paar junge oder beziehungsweise frische Gesichter davon profitieren. Also mein Internetherz schreit einfach da förmlich danach, dass jemand wie Finn Bella hochkommt und auch gleich eine wichtige Rolle spielt. Also aber Finn Bella beim Draft, das wäre das Schlimmste, was sie machen könnten. Ja. Das wäre richtig schlimm. Finn Bella muss irgendwie so, und dann geht das Licht aus, und dann kommt die Musik, und dann ist der Dämon da, und alle so, wow. Also, richtig, beim Draft wäre cool. Mir richtig cool vorstellen. Warum machen die das denn? Also, das kannst du auch zum Ende der Sendung machen. Da machst du zum Ende der Sendung, Draft runter, und auf einmal noch, bevor irgendwas ausgelost wird, kommt dann, die Musik. Das Problem ist einfach, wenn er rauskommt, die Gesprächsthemen werden danach erstmal die Drafts sein. Und zwar die großen Namen, das weißt du einfach. Es ist immer so gewesen. Und er wird in dem Moment untergehen. Viel mehr Impact hatte er, wenn er halt ein, zwei Wochen später, was weiß ich, am besten noch gegen einen Gegner wie Wyatt oder so, wo eh schon das Gimmick passt, und dann kommt der Dämon quasi raus. Das wäre. Irgendwie sowas in der Art, das wäre schon besser. Ja, oder wenn irgendwas mit The Club hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja gut, das liegt ja nahe irgendwie. Also ich meine, der Bella Club, der Bullet Club. Aber wie oft dachtest du jetzt schon, okay, jetzt kommt Finn Bella? Ja, das haben sie auch inzwischen so oft angeteased. Dass, ja, richtige Schweine. Aber das ist doch das Geile. Noch ganz kurz, mit einer riesengroßen Spoiler-Meldung, von wegen, man darf jetzt nicht weiterhören, wenn man sich nicht spoilern lassen will, über den GM von SmackDown reden, der bekannt wurde, wo WWE sich anscheinend verplappert hat. Kylo Ren. ich frag nur. Ja, hau raus. SmackDown hau raus. Wissen wir jetzt eh alle. Also alle, die es nicht interessieren wollen, hört mal bitte kurz weg. Hört mal kurz. Generell weg. Es ist ja, die haben ja eine Meldung auf der WWE-App gehabt, die sie schnell wieder gelöscht hatten, aber da gab es dann halt Screenshots von, dass halt Daniel Bryan der GM wird von SmackDown. Ja. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß es wirklich nicht, weil in dem Moment, mein Problem ist einfach bei Daniel Bryan, nicht, dass ich den nicht mag, aber er zieht so viel Aufmerksamkeit zu sich und jede Promo würde nur aus Yes, Yes, Yes bestehen. Ich finde ihn aber auch nicht so geil am Mike. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, vielleicht bin ich doch der Einzige. Ich finde, er ist gut im Ring, aber ich fand es nie besonders, dem zuzuhören. Klar, die letzte Promo mit Open Mike und sowas von ihm, emotional wie sonst was.
aber ich fand seine Promos nie so besonders. Er hatte zwar so ein paar gute, aber ich fand es jetzt nicht so herausragend. Ja, also ich kann mir zumindest nicht als Autoritätsperson vorstellen. Was er halt gut gemacht hat, war bei der Cruiserweight, da hat er halt mitkommentiert. Ja, das habe ich gehört. Das hat er richtig gut gemacht, aber ja, das war auch wirklich auch interessant. Er ist total auf das Wrestling eingegangen, auf die Moves und hat auch zeitgleich richtig gut, was mich überrascht hat, betont, wenn irgendwas besonders war und das halt nochmal hervorgehoben, ein bisschen Emotionen geschaffen. Ja, ich finde es halt schwierig, wie du gerade gesagt hast, ihn als Autoritätsperson zurückzubringen, weil er das halt eigentlich nicht ist. Er hat eigentlich das Gimmick als ewiger Underdog immer gehabt und das auch verkörpert. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass er halt einfach ein furchtbar netter Mensch einfach ist. Also der ist ja einfach auch so, wie er sich da im Ring gibt und auch gerade bei den, wie du gerade gesagt hast, bei diesem Cruiserweight Classic-Kommentaren, da war er halt auch einfach, da war er in seiner Rolle, also als Daniel Bryan, aber halt eben auch als Wrestler im Prinzip. Und ich weiß auch nicht, ob das so ideal ist, dass er da eine Autoritätsperson darstellen soll und ob das so funktionieren wird, bin ich mir nicht sicher, weil ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich immer klüger ist, wenn du ein Heel hast. Ja, aber guck mal, musst du nicht, also McFoley war damals als Commissioner auch Face, aber er war halt. Was mein Problem ist, ein Commissioner darf nicht über den Western stehen. Von der Ausstrahlung her, von der Wertigkeit her. Ja, okay. Ich hab bei Daniel Bryan das Problem, egal wo er gesehen wird, genau, auch bei Cruiserweight hast du auch gesehen, er ist nur am Kommentatorenpult und die ganze Halle schreit die ersten Minuten nur yes. Gut, jetzt sag mal ehrlich, Shane kann kein Heel nehmen. Shane muss ein Face nehmen. Ja, das macht halt keinen Sinn. Aber die Frage ist halt, ist es bei Daniel Bryan vielleicht einfach auch zu früh, dass er so eine Position einnimmt? Also ja. Weil gerade sein Abschied ist ja gerade mal, keine Ahnung, ein paar Monate her. Aber ich glaube, er hat da auch Bock drauf, weißt? Er hat auch so richtig so, dass er sagt, jawohl. Ja, aber die Frage ist, ob es richtig ist. Also ich finde die Frage berechtigt mit der Zeit. Ich finde es auch zu früh. Aber ich glaube, genau deshalb macht die WWE das nach dem Motto, wir greifen nochmal ab, solange er in Erinnerung behalten ist. Ja. So richtig frisch. Und das ist halt ein bisschen die Sorge, die ich habe, weil eigentlich müsstest du so einen Draft langfristig planen. Und langfristig Daniel Bryan da nicht reinpasst. Wollte ich gerade sagen, weil Daniel Bryan ist eigentlich so, das ist halt kein GM, bei dem du jetzt sagen würdest, okay, der ist jetzt für die nächsten 3 Jahre da. Daniel Bryan ist so ein Special Guest Host. Genau. Ja, aber auch nicht. Gibt es da vielleicht dann doch noch Hoffnung auf ein Comeback? Also mal so ganz blöd gedacht, weil... Nein, hör mal, die Leute haben gesagt, nein. So. Ich sag ja nur, also wenn man das als ganz langfristige Storyline sehen würde, bei Shawn Michaels hat man damals auch gesagt, er kann nicht mehr wresteln und nach 3 Jahren kann man dann wieder. Ja, aber ich finde das schon, wenn du hörst, wie er davon erzählt, dass er irgendwie über Monate fast kein Gefühl in einem Arm hatte. Eben, also und die Nerven so stark geschädigt sind, nie mehr. Also ich möchte den auch nicht mehr im Ring sehen. Das soll keiner machen. Eben. Irgendwann ist auch mal gut. Das hat so viel mit Edge. Das ist zwar unglaublich schade und wir haben auch alle geheult. Wenn ihr nicht geheult habt, weiß ich nicht, was mit euch falsch ist. Aber einfach nein, so lass gut sein. Das ist einfach zu gefährlich. Ich weiß halt nicht, ob das nicht eventuell noch in Daniel Bryan drinsteckt, weißt du? Vielleicht noch diese letzte Verbundenheit zum Wrestling, dann zu sagen, ja komm, wenn ich da noch so ein bisschen im Gedächtnis bleibe und wenn ich dann noch hier... Selber schützen. Also ich glaube, genau das wird er hat voll Bock wahrscheinlich auf ein letztes Match, aber das ist, lass mal einen Sprung falsch ausgehen oder sagen, falsch landet und wer soll das verantworten? Ja. Weil bei der Verletzung ist einfach die Gefahr zu groß, dass bei einer falschen Landung es knack macht, dann war's das. Eben, und das nur für so einen scheiß weil es ist halt trotzdem nur ein scheiß Match, weißt du? Also das auf keinen Fall, das wäre viel zu gefährlich. Ja. Wo ich ihn gerne sehen würde, vielleicht, also jetzt durch das Cruiserweight, anstatt GM, könnte ich mir ihn zum Beispiel auch schon als Kommentator bei SmackDown vorstellen, weil er hat den Job wirklich gut gemacht. Ja. Und warum nicht? Es würde ja auch passen, es wäre frisch, es wäre was anderes, das heißt ja eh, die kriegen ja eigene Kommentatorenteams. Wollte ich gerade sagen, bleiben die Kommentatoren oder wechseln die? Wechseln auch. Also Michael Cole ist nicht mehr bei SmackDown? Ich glaube nicht. Ich glaube, die werden alle durchrotiert, oder? Ich meine auch. Also es war zumindest zu lesen, dass halt alles komplett getauscht oder neu durchdacht wurde. Genau. Wenn die zu SmackDown David Otunga holen, hat Corey Graves, ne? Puh, dann ist aber Rambazamba, ne? Dann gibt's aber Kasala. Ja, ich fände halt Corey Graves auch geil in Main-Shows. Das gab's ja auch letztens schon Gerüchte drüber, dass er halt eben sich hervorgetan hat durch die Art, wie er NXT kommentiert. Und ich finde ihn einfach aktuell der beste Kommentator. Und der sollte eigentlich zu SmackDown oder sogar zu Raw gehen, finde ich. Ich glaube, eher SmackDown genauso. Würde eher passen. Ich finde, SmackDown ist eigentlich immer die erste Würde, die man schaffen muss. Ja, das stimmt. Ist wirklich so. Stimmt. Wer ist denn euer GM-Tipp für Raw?
Wollte ich gerade auch fragen, ich kann mir keinen vorstellen. Ich kann mir wirklich keinen vorstellen, ne? Ich glaube, es bleibt dabei. Ich glaube, es wird entweder Steph oder Triple H. Ja, ich glaube halt auch, dass sie das... Ich denke halt, wenn dann Triple H, aber sonst... Aber ich fände es schade. Also besser fände ich zum Beispiel Vince als Dauer On-Air-Charakter mag ich ihn einfach und er ist einfach ein guter Heel. Ja. Und er kann auch live gut reagieren auf die Crowd. Und es würde das Ganze auch ein bisschen bedeutsam hochheben und vor allen Dingen, es hätte nochmal Potenzial dafür, dass man analog ein bisschen so wie damals mit Stone Cold, war ja auch die Fehde, wo halt Vince die ganze Zeit on air war, kann man bei einem neuen Charakter auch machen. Also warum nicht einen Star hochhieven, der dann halt wirklich eine richtige Fehde gegen Vince hat und nicht gegen Triple H oder sonst was, sondern gegen Vince. Ja, aber Vince kann doch nicht mehr irgendwie in den Ring steigen. Also das wäre doch dann eigentlich auch ein bisschen schwierig, oder? Er muss ja nicht unbedingt wresteln, aber er kann immer noch gut sellen und ich glaube, Vince traut sich auch immer noch einen Bump zu. Ja, das stimmt wohl, aber notfalls also, kann er auch... Also kannst du ihn halt. Er wird dann sich Hilfe holen, okay. Aber bei Vince muss ja noch nicht mehr kämpfen. Vince hat so viel Autorität, meiner Meinung nach. Dass der da schon quasi, ich würde sogar als Storyline machen, von wegen, so, jetzt haben wir den Draft und ich sorge jetzt mal für Ruhe und Ordnung, dass der einfach mal komplett auf alle scheißt. Ja, das stimmt schon. Also, ich denke halt auch, dass Vince auf jeden Fall in irgendeiner Form den Shows erhalten bleiben wird, einfach weil er halt eben, wie du ja gerade gesagt hast, er ist ja, wenn er da ist, ist es halt ein Ereignis und dadurch ist es dann auch wertig und davon profitieren dann eben auch alle anderen, die um ihn herum sind. Und entsprechend könnte man eben damit auch einen jungen, aufstrebenden Superstar irgendwie noch auf die nächste Stufe holen. Ich stell dir mal ein Bild vor. Vince McMahon steht im Ring, labert von wegen, ja, die großen Gesichter, hier, ich will alles das und so, und dann kommt Kevin Owens raus. Und der stellt sich trocken vor den. Ja. Also den würde ich mir vortrauen, dass wir vom Potenzial her, die beiden könnten richtig was reißen und das würde Kevin Owens direkt mal kurz nach oben katapultieren. Das stimmt. Und dann stellt er vor, er sagt das und dann kommt Roman Reigns raus. Ja, puh, das ich, schwierig. Wobei er hier zumindest den klügsten Heel-Turn machen könnte, dem Roman Reigns rauskommt und erstmal Stare-Down und dann umarmen sie sich von wegen so, ja, Leute, leck mich am Arsch, er ist mein Guy. Ja. Damit könnten sie das quasi noch ein bisschen retten. Ja gut, aber das wäre doch wie damals bei Stone Cold, nur dass es halt, nur dass die Leute halt auch auf warten würden alle. Und nicht so, wie, also, das ist ja wie dieser Stone Cold Heel-Turn. Ja. Geht, weil momentan würdest du eher davon ausgehen, wenn Roman Reigns rauskommt und sich gegen Vince stellt, dass du denkst, okay, jetzt macht er natürlich einen, ja, ich gegen alle. Anfangs machen die Promo auch von wegen so, was willst du hier, du hast ja nichts zu suchen. Dann sagen, ich setz mich durch, ich kämpfe gegen jeden, egal was ist, lass mich nicht unterkriegen. Und dann am Ende so, ja, komm, scheiß drauf, wir haben die alle Leute nur verarscht und dann Handshake. Ja gut, wäre das aber nicht so Seth Rollins 2.0? Ja, das habe ich gerade auch dran gedacht, ehrlich gesagt. Kann natürlich sein, aber wie gesagt, am liebsten hätte ich Kevin Owens gegen Vince im Ring mal sehen als Fehde. Also es wurde ja gemunkelt hier, Kevin Owens gegen Shane McMahon. Das fände ich zum Beispiel auch eine coole Fehde. Das wäre unglaublich, Alter. Ja. Das fände ich halt geil, weil Shane McMahon als Autoritätsperson, Kevin Owens als der sich zum einen ungerecht behandelt fühlt und dann halt eben aufbegehrt. Und die beiden können was am Mikro, die beiden können was im Ring. Das finde ich ganz cool. Aber dann echtes Hardcore-Match. Aber andere Frage. Glaubt ihr, wir werden noch viel von Shane sehen? Also so, weil was soll sonst der GM? Ich glaube schon, dass Shane irgendwie präsent sein muss. Das Problem eigentlich, was sie gemacht haben nach WrestleMania, dadurch, dass sie sich nicht an die Storyline gehalten haben, haben sie ihn fast schon zerstört gehabt. Es war eigentlich total bescheuert. Und dann kam das mit Steph, was sich einfach gezogen hat wie ein alter Kaugummi. Ja. Aber das liegt immer an Steph. Nee, es liegt an Steph. Ist einfach, das Booking war so schlecht und du hast einfach jede Woche immer dasselbe gehabt und das, genau wie bei Authority, ist immer dasselbe funktioniert nicht mehr heutzutage. Das geht du merkst nicht. Halt einfach, dass WWE im Moment ganz extrem immer so pimmelt von einem Event so. Wir haben ganz geile Ideen, aber die können wir nicht bei Raw machen. So, wir haben coole Ideen für einen Titelwechsel. Gut, wir müssen aber jetzt bis zum SummerSlam warten. Wir müssen jetzt bis genau Survivor Series warten. Das merkst du richtig. Das ist so schlimm, dieses, okay, die, so eigentlich, wir sind schon längst am Ende mit der Storyline, aber wir warten jetzt halt noch bis zum 19., weil vorher können wir es nicht machen. Ja, ist genauso. Da auch ist jetzt unser Deal. Was sie aktuell bei der Ladies Division ja gemacht haben, wo im Prinzip schon seit Monaten feststeht, dass es Charlotte gegen Sasha Banks beim SummerSlam heißt und dann muss man jetzt irgendwie die Fehde so notdürftig zusammenstricken, dass man halt irgendwie so zum SummerSlam hinkommt, ne? Und es wirkt halt alles halt so. Einfach total zusammengewürfelt. Aber das verstehe ich halt nicht, weil früher konnte WWE auch Storylines selbst ohne Match über Monate ziehen. Ja, das aber haben sie aber verlernt. Hat WWE auch genau, das haben sie verlernt. Das verstehe ich halt nicht, weil gerade bei den Women's Division könntest du das doch super machen. Ja. Aber ihr müsst ja bedenken, Matches.
Guck mal, die Sache ist, ja, Titelmatches heutzutage bei Raw sind fast so wie bei House-Shows. Sie sind eigentlich nur da, damit du ein Titelmatch auf der Card stehen hast. Weil wann war jetzt, also so, wie oft haben einfach Titel gewechselt, damals bei Raw und bei SmackDown? Intercontinental-Titel gewechselt. Ja, United States das, gewechselt. Das leider, und heutzutage ist so, okay, der wird gar nicht erst verteidigt. Und wenn doch, ist so, ja, okay, Rusev gegen Titus O'Neil, der schon beim Event verloren hat. Er wird ja sicherlich nicht gewinnen. Ja, aber das ist so, schon seit ein paar Jahren, wo es sich irgendwann eingeschlichen hat. Mein Attitude-Zeit hattest du es auch nicht oft, aber da hattest du doch schon ab und an mal, ich sag nur Mick Foley, einen Titel gewinnen, wo du sagst, wow, weil da ging es um Ratings. Das hast du gemerkt. Und irgendwann, als die WCW halt weg war und die Konkurrenz weg war, dann kam halt dieser Switch von wegen, nee, wir heben uns das für ein Pay-Per-View auf, weil mehr Geld, Ratings sind ja eh jetzt erstmal wurscht, wir müssen ja mit keinem mehr kämpfen und das war halt die Auswirkung dadurch. Ja. Andererseits hatten wir auch letztes Jahr im November den großen Titelwechsel von Sheamus hin zu Roman Reigns. Das ja, war ja Main war der groß mit Sheamus, weil bei Sheamus hat doch jeder gedacht, ja, okay, klar, der verliert den und kommt. Aber er hat am Tage davor noch den Titel verteidigt. Also trotz all dem, also ja, ich sehe, was ihr doch was, wo ihr damit raus wollt, aber ich ja, glaube ich auch nicht, also dass das Titelwechsel jetzt die Qualität einer Card ausmachen oder die Qualität einer Geschichte ausmachen. Das letzte ich finde aber, es macht diesen Aspekt, ich schreibe es mal so, ich habe mir früher War immer angeschaut, jede Woche. Ich habe keine Folge verpasst. Jetzt brauche ich sie nicht mehr gucken, weil ich weiß, es passiert nichts. Es passiert wirklich nichts. Ich brauche mir nur die Card anschauen und ich kann mir die Storyline schon denken und ich weiß genau, ja, was Wichtiges passiert in der Sendung nicht, was ich verpassen würde, weil ich krieg's in dem Pay-Per-View im Trailer kurz gezeigt, das war's. Ja, es liegt aber nicht an den Titelwechseln, sondern an den Geschichten. Ist das bei euch dann auch so? Ich weiß noch, damals habe ich immer SmackDown oder Raw geguckt, wegen den Matches. Ich dachte so, ey, Matches mega geil. Heutzutage gucke ich eigentlich Raw nicht wegen den Matches, sondern weil ich, also klar, da passiert nicht viel, aber ich will eigentlich nur wissen, wie geht die Storyline weiter. Also, ich gucke es eigentlich großteils wegen den Promos. Das war bei mir schon immer so, dass ich großteils wegen Promos und Storylines geguckt habe, aber das Problem ist, die Storylines werden ja heutzutage kaum noch mehr richtig fortgeführt oder mit überraschenden Wendungen oder sonst was. Bei Raw war zum Beispiel immer so, ab und an gab es halt ein richtig gutes Match, wirklich gutes Match. Und sei es einfach ein Cena gegen Shawn Michaels gewesen oder sonst was. Die wurden auch komplett gestrichen. Storylines stehen halt quasi, ja, du musst dir einfach nur den Pay-Per-View-Plan daneben halten. Du weißt dann, okay, die müssen das gerade irgendwie ziehen, stehen total auf der Stelle, kommen nicht voran. Es gibt halt immer diese, dann dadurch kommen ja immer diese Tag-Team-Matches so. Sami Zayn und Cesaro gegen Kevin Owens und Del Rio. Und dann wird das nächste Mal gewechselt. Und dann ist das gleiche Match, aber der eine Partner ist jetzt auf einmal der Manager. Genau, aber anstatt, dass die Story erzählen, das ist ja das, was ich versuche zu sagen, bei War wird mittlerweile ganz wenig nur noch Storyline erzählt. Das stimmt. Ja, ich meine, das liegt halt auch daran, dass einfach die Geschichten eben im Prinzip zu weit in die Länge gezogen werden, ohne dass halt eben da Substanz hinter ist, beziehungsweise auch einfach, weil du halt eben zu viele Sendungen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Show oder weniger Sendungen einfach hättest, oder einfach die füllen musst. 2 Stunden. Ja, eben. Also, aber selbst wenn du schon 3 Stunden hast, dann nutzt sie doch für Storylines aus und nicht für das 18. Multi-Man-Tag-Team-Match. Ja, aber es ist halt, ne? Keine Ahnung, was daran so schwierig ist, aber es ist, ich glaube halt, es ist leichter, wenig guten Content zu produzieren, als wirklich viel sinnvollen Content. Und das ist, glaube ich, echt gerade die Herausforderung, gerade wenn du halt eben auch noch dann viele neue Leute hast, die du aufbauen musst. Es ist halt auch immer einfacher, jetzt hier zu sitzen und zu meckern, ne, klar. So, wir wissen alle, dass es extrem schwierig ist, aber von außen denkst du immer so, was macht ihr da? Ja. Das Problem ist, ich glaube, du hast eher das Gefühl von der WWE her, dass die aktuell keinen langfristigen Plan mehr in der Tasche haben. Also die wechseln, beziehungsweise die wirken so nervös, dass die so schnell alles wechseln. Ich sag nur Shane nach WrestleMania, das hätte niemals passieren dürfen. Hey, es passierte aber nur, weil die Ratings so schlecht sind. Ja. Und man greift gerade nach jedem Strom von wegen so, oh, die Fan-Reactions sind da, okay, dann direkt nochmal, weißt du? Also nach Motto, machen wir nochmal. Und dann wird plötzlich alles über den Haufen geworfen. Es gibt ja auch einfach, jede Fehde ist immer dieses Best of Three. AJ Styles gegen John Cena. Wir wissen alle, dass es beim SummerSlam enden wird. Ja, so. Hoffentlich für AJ Styles immer zu abwechseln. Ja, aber da hätte ich zum Beispiel cool gefunden, hätten sie ruhig auch einfach nur ein Match machen können. Aber dafür vorher, von der Storyline her, das noch mehr aufbauschen, weil es hatte halt Qualität, aber ja, es wirkt irgendwie, jede Fehde wirkt auch irgendwie, weiß nicht, ob es euch auch so geht, wie ein Abziehbild von anderen Fehden. Es wirkt alles gleich. Ja, das hat es wohl, deswegen meine ich ja, das ist auch das, wovor ich bei SmackDown Angst habe, dass halt nur noch mehr Füller-Pay-Per-Views kommen. Ja, das würde ich auch so folgen. Weil so Battleground interessiert keinen. Also, das juckt halt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das Shield Triple Threat Match bei Battleground machen.
So, das passt auch gar nicht zu WWE eigentlich. Ja, das werden sie halt wohl irgendwie durchziehen, weil sie es ja angekündigt haben. Ich finde es aber auch merkwürdig. Aber ich glaube halt auch, dass es nicht clean enden wird. Ding, also es ist echt schwierig. Deswegen, also ich hoffe einfach, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der Draft einfach jetzt ein bisschen Bewegung reinbringt und eben ein bisschen neue Impulse in diese ganze eingefahrene Kiste irgendwie bringt und auch eben den Leuten, die vielleicht vorher ein bisschen weniger Exposure bekommen haben, halt eben ein bisschen mehr Raum geben. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle davon versprechen. Und wer weiß, vielleicht profitiert da auch einfach die Schreiber-Crew von WWE ein bisschen von, weil sie auf einmal nicht mehr im Prinzip 5 Stunden irgendwie mit Roman Reigns und Dean Ambrose und den üblichen Kandidaten füllen müssen, sondern haben halt im Prinzip jetzt nur noch 3 Stunden und 2 Stunden, wo man eben was erzählen muss. Ja, vor allen Dingen, sie können sich halt auf ihre Kandidaten konzentrieren, ja, genau, die sie in ihren Ligen haben. Also das ist die einzige Hoffnung, die ich halt wirklich habe, dass die Schreiberlinge ein bisschen mehr Freiheit haben, weil Vince kann nicht bei beiden gleichzeitig sein. Nee, das ist auch ganz gut so. Genau, und er wird halt sich bei einer weniger einmischen, ich denke mal bei SmackDown. Da wird wahrscheinlich eher Triple H hinter sein, wobei ich ihm zutraue, dass Triple H schon ein Gefühl hat für Storylines. Eigentlich mehr Geduld. Denke ich auch, ja. Ich glaube halt, dass er auch einen Blick, ich glaube, er hatte einfach jetzt inzwischen den besseren Blick auch für junge Talente und ihre Charaktere. Das ist, glaube ich, das, was Triple H, glaube ich, inzwischen besser kann als Vince McMahon. Und er hat mehr Geduld. Das auf jeden Fall auch, ja. Das auf jeden Fall. Ist aber genauso egozentrisch. Und narzisstisch. Ich weiß es halt nicht. Ich kann ihn echt da nicht einschätzen. Ich halte ihn halt echt für einen ziemlichen Wrestling-Profi einfach, der wirklich das macht, was er halt kann. Ich hab immer so dieses CM Punk-Seite im Hinterkopf. Ja, also okay, aber wenn du bedenkst, Fanboy, was er bei NXT rausgeholt hat und auch vor allen Dingen deswegen ist das wie viel so, wie kann das Freiheiten sein? Die Wrestler haben. Also ich finde schon, du merkst schon, dass er die bei der Hand nimmt, aber schon die eigenen Charaktere auch versucht zu forcieren und nicht denen, was die ganze Zeit aufdrückt. Ja. Ich meine, im Endeffekt, die meisten aktuellen Charaktere bei WWE spielen eigentlich ihr Indie-Gimmick weiter. Also ein Kevin Owens ist genauso ein Kevin Owens, wie er es halt vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren bei PWG oder Ring of Honor oder sowas war. Das ist nichts, ist kein anderer Charakter. Nur, dass er jetzt halt noch ein bisschen mehr in diesem Sarkasmus drin ist, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Damals war er einfach nur so asozial Kämpfer, richtig brutal. Und jetzt ist er noch so der Kämpfer, aber auch unglaublich sarkastisch. Aber und ich liebe das ja, ne? Hier zum Beispiel passt ja auch dazu, dass du hast ja zuletzt Backstage-Meldungen gehört, dass zum Beispiel Vince Alberto Del Rio wieder in den Main-Event pushen wollte, was gar keinen Sinn macht und Triple H halt dazwischen gegangen ist. Ja. Was auch richtig ist, weil eigentlich immer, wenn du diese Backstage-Sachen hörst, vom Lesen her denkst du immer, ja, Triple H hat es genau richtig gemacht, er hat das blockiert, er hat das gemacht. Und er hat auch, glaube ich, den besseren Blick, wie du schon sagst, Olaf, für das Talent und was jemand für ein Potenzial hat. Weil bei Vince war zum Beispiel, er war ja anfangs von den NXT-Lern, ist er nie so begeistert. Auch Kevin Owens zum Beispiel. Und mittlerweile liest du, dass er der größte Star ist für ihn und er echt total positiv überrascht ist. Auch bei AJ Styles, das ist halt, ja, man kann gerade dankbar sein, dass das Triple H da ist. Und ich glaube, bei der Draft wird es auch wirklich so sein, dass du wahrscheinlich merkst, welche Show von Vince ein bisschen geleitet wird und welche von Triple H. Ja, SmackDown soll ja eh die bisschen mehr in die innere Richtung gehen. Also nach dem Motto, da ist ein bisschen mehr so für die Smarks, um mal im Jargon zu bleiben. Ich weiß gar nicht, ob man da so ein Klischee irgendwie auf die Shows drauf. Also das sind zumindest die Gerüchte, also, die es gibt. Ja, aber das war ja früher bei SmackDown so. Ich glaube nicht, dass sie es nochmal so machen. Eben, deswegen glaube ich es halt auch nicht, weil früher war es halt immer so, ja, hier bei SmackDown gibt es das geile Wrestling und bei Raw gibt es halt die super Charaktere und die übergroßen Larger-than-Life Superstars. Warum soll man das denn nochmal so machen? Also warum muss man denn so Stempel haben? Warum sagt man nicht einfach, die beiden sind gleichwertig und wir machen einfach geile Shows? SmackDown und Raw waren nie gleichwertig. Werden auch nie gleichwertig sein. Ja, aber wart's ab, guck mal die Ratings an. Ich glaube, das könnte früher vor allen Dingen, als Paul Heyman übernommen hatte bei SmackDown, gab es eine Zeit, wo SmackDown stärker war als Raw. Ja, auf jeden Fall, das Produkt an sich war stärker. Das wäre auch schön, wenn es mal wirklich so einen richtigen Krieg der Brands geben würde. Genau, wenn schon kein externen Krieg, dann einen internen Krieg. Das wäre unglaublich. Ja, das wäre halt, das ist, glaube ich, die Hoffnung, die wir, glaube ich, alle an den Draft haben, dass da einfach, naja, der Konkurrenzkampf innerhalb der Liga wäre halt geil und es wäre halt auch geil, wenn es eben die Möglichkeit gibt, die Figuren und die Wrestler einfach noch mehr in Fokus zu rücken, denke ich mal. Und wie es dann ausgeht und ich glaube, unser Fantasy-Draft, so chaotisch der heute auch ein bisschen war, ich bin mal gespannt, wer diesen Podcast bis zum Schluss gehört hat hier durch unsere Wahlgeschichten durch. Da bin ich mal, könnt ihr gerne was irgendwie bei uns unter dem Facebook-Link posten.
Genau, was wäre euer Number One Draft? Genau, irgendwie sowas. Was sind, oder was sind eure Nummer, irgendwie fünf Drafts, wenn ihr SmackDown oder Raw zusammenbauen könntet? Irgendwie sowas. Schreibt, seid kreativ, schreibt irgendwas drunter, wenn ihr Bock habt und vor allem, wenn ihr diese anderthalb Stunden bis jetzt schon mit uns hier durchgehalten habt. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, ja, schaut bei uns auf Facebook vorbei. Ich komme so langsam auf die Zielgerade und biege Richtung Richtung Ziellinie. Schaut bei uns bei Facebook vorbei. Schaut auch bei den netten Kollegen von MannTV vorbei. Und wer möchte, darf auch bei Kai auf YouTube vorbeischauen. Ach, scheiß mal auf mich. Bewertet uns lieber bei iTunes. Genau, und bewertet uns bei iTunes und überhaupt. Das ist viel wichtiger. Da kommen wir auf die Startseite und übernehmen einfach das Podcast-Game. Das kommt demnächst eh noch. Ne? Also iTunes gehört eh bald uns. Das Nein, nicht so. Aber wie gesagt, schaut einfach bei uns irgendwo im Netz vorbei, schaut bei MannTV vorbei. Wir freuen uns alle über jeden Besucher und über jeden Kommentar und über jede Review bei iTunes. Und ansonsten bedanke ich mich hier bei meinen beiden fachkundigen und unglaublich wunderschönen Gästen, dem David und dem Kai. Und hat sage, er gerade wunderschön gesagt? Ich habe gerade wunderschön gesagt. Der Junge, der macht mich fertig. Wir sehen uns dann oder wir hören uns dann nächste Woche ja schon wieder, nämlich zur Draft-Ausgabe. Da werden wir gucken, dass wir sehr zeitnah was zum Draft hier online stellen. Dann sind der Kuro und der Flo hoffentlich dabei. Und ja, bis dahin, gehabet euch wohl, habt ein schönes Wochenende und man hört sich nächste Woche. Macht's gut, bis dann.